werden wir schauen, wo Sigmaster Repo ist. Er hat heute kein Match, ist aber der SWF Heavyweight Champion. Das behandelt man so einen Champion. Das ist Sigi. Sigi, heute habe ich gesehen, Programm stehen einige Stars, einige Matches schon bekannt gegeben. Du stehst als SWF Heavyweight Champion zwar am Programm, aber es gibt keine Titelverteidigung. Behandelt man so einen Champ bei der SWF? Eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ich werde jetzt erstmal da reingehen und die Lage checken. Keine Ahnung. Ja, okay, schauen wir mal. Wir hoffen schon, dass es heute ein Titelmatch gibt, weil ich meine, es gehört ja zu einer Show, so ein Main-Event. Ja, ich will meinen Titel ja auch verteidigen. Also, das steht ja außer Frage. Nur, wenn das Office nichts feststeht. Ich habe auch gehört, dass jetzt irgend so ein neuer Vogel, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Bis später, ne? Okay. So, ich stehe da gerade vor der Halle hier und habe die Information bekommen, dass hier der, ja, ein neuer Mann hier, der in der SWF jetzt das Sagen hat, erscheinen soll. Aha, Moment, ist das vielleicht dieser Mann? Entschuldigung. Geh weg mit deiner Kamera! Was soll das? Bist du derjenige, der. Ich klag dich an, das ist Hausfriedensbruch, das ist Privatbesitz! Okay. Klar? Herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans, hier bei der SWF Battle Series Nummer 1. Und wir haben, ja, bereits einiges gehört. Im Vorfeld der Peter einmal, guten Abend, Sie sind verkühlt leicht. Das hier im Spätsommer. Ja, es war schon etwas frisch hier. Das heißt, Sie haben, sind nicht immun in die Schweiz. Nein, sieht quasi nicht so aus. Ja, Steve Allison, the angry one. Ich sag halt der angry one, aber angry Steve Allison. Ja, den sehen wir auch zum ersten Mal. Wir beginnen mit einem Rookie-Match. Und dieses Rookie-Match findet im Rahmen einer Best of Three Match-Series statt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall zwei Matches zu beiden. Ja, bis einer zwei Siege hat. Also ähnlich wie ein Two- or Three-Falls-Match, nur an drei verschiedenen Zeitpunkten. Ja, und wie gesagt, es gibt eine Battle 1, also das ist heute, dann gibt es Battle Series Nummer 2. Und dann gibt es On Fire, den großen Event, der noch vor uns steht. Ja, und vielleicht treffen die beiden auch aufeinander, wenn sie 1 zu 1 steht. Aber jetzt haben wir mal das erste Match der beiden. Das ist der Golden Boy. Ja, Jamie Gardner. Ja, und weil sie Gardner sagen, einen anderen Gardner haben wir auch gesehen, und zwar Sal Gardner. Sal Gardner. Das ist der CEO hier. Der hat sich unbeliebt gemacht. Ich habe mit der Kamera vorgewartet und wollte wissen, was da los ist, weil Sigmaster Rap offensichtlich hier heute kein Title-Match hat oder zumindest nicht einmal erwähnt wird. Nur so am Rande, ja, Sigmaster Rap steht auf der Card. Aber so Title-Match scheint es keines zu geben heute. Und Sal Gardner, da werden wir sehen, was der vorhat. Das die sind aber nicht verwandt, oder? Sal Gardner und Jamie Gardner. Das ist ungefähr so wie mit Hermann Mayer und gibt es noch einen Mayer? Der schreibt sich anders. Muffmeier. Ja, aber der ist von ganz woanders, ja. Gibt's den noch? Ja. Den auch von der Schweiz? Nein, der war aus Süditalien, aus Südtirol eigentlich. Ja, aber so ähnlich ist das. Nein, die haben nichts, sind nicht verwandt. Die Wellison beschwert sich da schon bei Conny, der Ringsprecherin. Und German Kid im Ring. Referee, auch ein, ja, bei der SWF eigentlich ein unbekanntes Gesicht. Früher aktiv in der SWF gewesen, bis zu einem, ja, gewissen Zeitpunkt. Dann war es vorbei, aktiv. Also doch nicht so ein, ja, schöner Rückblick, wenn man so sagt, von der German Kid der Schweiz. Das ist ein mit bitterem Beigeschmack. Das, ja, kommt aber trotzdem immer noch her, also. Ja. Dürfte das verarbeitet haben. Was sagen Sie zu Angry Steve Allison, der. Ich habe mir gerade gedacht, hat er hier die Firmenhose an, hier vom Firmenunterricht. Vielleicht, weil sie denkt, vor Publikum aufzutreten, da muss man sich schön machen. Er hat kein Gimmick. Man muss auch nicht wirklich ein Gimmick haben, wenn man, wie gesagt, zum ersten Mal im Ring steht. Man muss sagen, was man kann, er ist jung. Oh, keine schlechte Figur, zumindest Ansätze für einen guten Körper. Und Jamie Gardner, der Golden Boy, ja gut, wenn man jetzt schon sich so rühmt mit dem Golden Boy, dann muss man mal was zeigen. Das ist doch schon etwas überheblich, cocky. Weil das ist auch sein erstes Match. Und Belly to Belly. Ja, Magnum TA-Style, dieser Belly to Belly Suplex. Da muss er noch, ob er da, bis er das erreicht hat, was Magnum TA erreicht hat. Wow, I rake. Dann muss er, können wir in 20 Jahren weitersprechen.
Clothesline von Steven Ellison. Steve oder Steven? Steve, nur Steve. Nur Steve. Steve gibt es viele schon in der Wrestling-Szene. Sehr viele, ja. Können wir mal eine Liste machen, aber das würde jetzt... Ja. Ja, das lenkt jetzt nur ab. Würde zu einer Themaverfehlung führen. Ja, sonderlich wütend kommt er mir aber auch nicht vor, Steve Ellison. Ja, vielleicht kommt er in seine Angry Zone oder ja, wo er nochmal auftritt, aber im Moment hat er noch eigentlich alles unter Kontrolle. Sieht mir wirklich so ein Student aus. Was Intellektuelles an sich. Also dieser Schlabberlook von Jimmy Gardner, den kann man getrost beiseite legen. Vielleicht sollte er seine Garderobe einfach wechseln beim nächsten Mal. Ja, aber dafür hat er schon sein eigenes Merchandising. Ja, toll. Das ist ja das, was ich absolut lächerlich finde. Die Leute noch nicht einmal ein Match bestritten haben und dann schon mit dem eigenen Merchandise herumlaufen. Das ist lächerlich. Das ist, was ich einfach... Ja, das gehört sich nicht. Selbst der Michael Kovac hat, glaube ich, noch nicht einmal ein eigenes Shirt. Nach fast 15 Profi-Jahren. Ja, aber das müsste ja selber in Produktion geben. Ja, das ist ihm zu teuer wahrscheinlich. Allerdings hat er selbst gesagt, es ist peinlich, wenn der eigene Star mit seinem eigenen Merchandise rumrennt. Außer WWF natürlich, weil die müssen sich vermarkten. Aber nicht irgendwo jetzt, sag ich mal, in der Europaszene. Da ist es peinlich. Na gut, aber bei ihm gehört es offensichtlich zum Outfit. Ja, muss man. Wir kennen doch genug schwarze Label Wrestler, Catcher. Warum zieht er ziemlich. Zum Beispiel kein goldenes Shirt an. Ein Kiss-T-Shirt könnte er anziehen. Nein, warum zieht er denn kein goldenes Shirt an, was die Hose zur Hose passt? Ja, dann würde er aussehen wie einer von den LA Lakers. Achtung, Bulldog! Okay. Na, zwei. Und seine Hurricanraner, herrlich. Mit The Golden Boy is anything but golden. Also Steve Ellison sucht den Zuspruch der Fans, aber ja, mit denen hat er sich schon zu Beginn gleich verscherzt. Was haben wir noch im Programm halt, Peter, bevor wir da jetzt mit dem Rookie-Match weitermachen? Disco Inferno ist da, der Mann aus den Staaten, ehemaliger WCW-Superstar. Und natürlich auch ein Athena-Superstar, Sonny Siaki. Ja, da darf man gespannt sein, was man von dem erwarten kann. Vielleicht haben die beiden ja irgendwie was zu tun mit Sal Gardner, mit der Title-Situation. Ja, man wird sehen. Es wird sicherlich noch spannend. Das ist eben das, was das Wrestling so interessant macht. Wenn man nicht weiß im Vorhinein, welche Matches auf einen zukommen. Und nur 50% der Card weiß. Wissen Sie eigentlich schon was von On Fire? Ist der Kevin Nash momentan noch im Gespräch oder da gibt es ja auch Probleme im Moment? Ja, er dürfte einen Filmtermin wahrnehmen. Ja, schaut nicht schlecht aus. Bin gespannt, ob sich da demnächst was ergibt. Wer da jetzt statt Kevin Nash oder ob Kevin Nash kommt oder. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Double J kommt. J-E-F-F-J-A-R. Double R-E-T. Das ist schwierig. Achtung! Oh, was war das jetzt? Das ist ein Spitzen im Brustmuskel. Spitzen. Grauslich aus. Sehr schmerzhaft natürlich, aber was macht er denn jetzt? Was ist die Golden Boy Fraction? Ja, und der will jetzt das sein klauen. Das hat er schon gemacht, jawohl. Da zeigt es ihm nochmal und... Ja, das war's. Das sein. Ja, aber er sollte sich nicht zu sehr ab. Ja, super. Das war, glaube ich, die kleine Schwester vom Golden Boy. Golden Girl. Das wissen wir nicht, oder? Achtung! Golden Sister. Was? Oh... Ja, der kann sich erlauben zu posen. Also momentan überzeugt mich momentan eher der Mann in Schwarz und Fleisch. Steve Ellison. Hat einfach mehr Aktionen gesetzt, mehr Akzente. Suplex-Serie jetzt. Mit dem schweren Mann, der Golden Boy. Ich sag gar nicht mal Jamie Gardner, weil eigentlich Gardner. Das ist ein Small Package. Das verdient sich, glaube ich, nicht den Namen Gardner. Das ist der CEO, mit dem will ich ihn nicht auf eine Stufe stellen. Jedenfalls nicht auf eine Stufe ist da hinten dieser Kameramann mit Video Vegas. Sollte sich, glaube ich, nächstes Mal wirklich woanders hinstellen. Er hat nur behindert, das muss ich dazu sagen.
Hat sich auch bei den Interviews, die wir dann gemacht haben, immer wieder auf die Seite gestellt und hat das mitgefilmt. Das ist eine Frechheit eigentlich. Ja. Also ein Bootlegger. Genau. Jedenfalls ein kleiner Bootlegger ist Mr. Chaosplatz. Ja, der ist offiziell hier. Also offiziell ist der, gehört er zur SWF? Ja, natürlich. Haus- und Hoffotograf der SWF. Kennt er den echten Namen nicht? Ein Billigfotograf. Achtung! Ja, warum nicht? Ich meine, Big Paparazzo. Big Paparazzo. Das ist ein Starfotograf, der hat bereits eine eigene Homepage. Hat das auch Mr. Karlsplatz? Ja, natürlich. Der hat eine eigene Homepage? Ja, natürlich. Karlsplatz. Die Fans haben keine Ahnung, von wem wir sprechen, aber. Das ist ja gut so. Jimmy Gardner nimmt Maß. Jimmy Gardner mit einem Deep Spike DDT. Gut, wenn dem so sei, dann bitte, Fans, probiert das. www.mrkarlsplatz.ch. Ja, wenn sie was findet, dann lasst es uns wissen, weil ich bezweifle das. Oh, Spinebuster. Da hat er aber gewartet. 1, 2. Kameramann da hinten sieht ein wenig aus wie Sir Zegers. Ja. Ist das aber nicht, oder? Das ist. Da habe ich nicht angesprochen. Das ist, nein, das ist ein. Ich glaube, ein. Ich weiß nicht, das ist ein Abstammig. Ein Perser. Das ist sehr multikulturell. Oh, die Neckbreaker. Die Kameraleute und die Fotografen. Ich meine, der ist nach hinten jetzt. Nein, das ist nicht zu erzählen. Ich glaube, der ist momentan genug beschäftigt mit GSW-Footage. Oh, nimmt er wieder Maß. Und ein Neck-Snap, allerdings nicht Mr. Perfect Style, sondern reversed. Nach vorne. Eins, zwei. Irgendwie erinnert mich Jimmy Gardner an seinen College-TV-Star, irgendwie so eine College-Serie. Oder irgendwie so. Einfach so einen Youngster. Was? Wieder dem German Kid das spricht. Also das ist. Ja, da. Also das ist wohl. In Acht nehmen, überheblicher denn. Geht's ja wohl nicht. Junge, jetzt klatscht da hier die Fans ein. Was kommt jetzt? Ja, angedeutet einen Splash. Ja, toll, das schickt sich weg. Shades of Sigmaster Rappo ein wenig. Das ist schon wieder diese Geste. Und boy! Um Gottes Willen! Der Golden Crush. Ein Auto-Pile-Driver sozusagen, ein Selbst-Pile-Driver. Ja, warum? Jeder Mensch hat den Masochisten in sich, glaube ich. Ja, aber das war sicherlich nicht so geplant. Aber ich werde geschickt ausgewichen von Steve Allison. Sein Camperherz hat dieser Steve Allison. Wird ihm gönnen, wenn er zumindest hier heute einen Sieg einfährt. Er macht einfach weniger Faxen, konzentriert sich auf das Match und. Ja, ich glaube, dass er auch mehr Zukunft hat als der Golden Boy, der noch wirklich an sich zu arbeiten hat. Ja, ganz abschreiben will ich den aber noch nicht, denn jetzt nimmt doch hier Steve Allison aus. Steve Allison. Lässt sich auch viel Zeit. Oh, es war ein. Moment! Oh, er hat Impaler DDT, aber das war dann doch ein Faceline. 1, 2 und das war's. Lights out. Ich sagte, der Golden Boy war out. Der war platt. Lockerlässiges Cover, ja, der hat sich eigentlich selbst ausgenockt. Ja, da war das Cover eigentlich, ja, es war überheblich, aber es hat gereicht für der Golden Boy. 1-0. Für Steve Allison verdient, ich hab's gesagt. The Angry One. Der Angry One, ja. Tritt den raus, respektlos. Aber, ich glaube, unter Rookies kann man das machen. Ja, also der psychologische Vorteil, jetzt hat der Golden Boy besiegt. Ich bin gespannt, was er noch zu bieten hat, was er noch bringen kann, der Golden Boy, beim nächsten Mal. Da ist schon wieder dieser Präsident, Moment. Da ist schon wieder dieser Mann, ich habe ihn jetzt gesehen. Entschuldigen Sie jetzt. Ist schon wieder der? Habe ich Ihnen nicht Hausverbot erteilt? Hausverbot? Ja. Wer hat Ihnen die Genehmigung gegeben, hier reinzukommen? Vom. Zeigen? Na, okay. Gehen Sie holen? Sie haben recht. Okay, raus!
Ja, da haben sie es gehört. Ich hab's nochmal probiert. Ja, ich hab's nochmal probiert, aber anscheinend mag der mich nicht. Miro und Zlatan kommen da sowieso Backstage nicht hinten rein. Aber ich, selbst ich wurde verwiesen. Von diesem Mann, Salvatore Gardner. Hören wir ihm zu einfach, wo wir sowieso nichts verstehen. Ja, auch wenn wir drüber quatschen, man kann natürlich auf die Originalspur wechseln. Das geht auch? Das geht natürlich. Dann können wir drüber quatschen, ja, haben Sie recht. Also, Salvatore Gardner erzählt hier gerade, wie, ja, dass er jetzt der Boss hier in der SWF ist. Er hat das Sagen, er kauft die Leute ein. Ja, aber da gibt es sogar Applaus von den Fans vielleicht. Ja, wahrscheinlich, weil er der Disco Inferno und Sonny Siaki gebracht. Wann gab es das bei der SWF? Ich glaube, so einen großen Kader hat man noch nicht, sein, oder? Bis jetzt? Nein, wir hatten Chris Hero. Ja, okay, mein Pondo war ja auch dabei, aber der ja, aber das wäre sowieso. Das saß nur am Klo. Leider haben wir dieses Footage verloren. Ja, das ist schade, ja. Ja, und jetzt kennen ihn alle, da hat er sich jetzt offiziell vorgestellt. Wie das üblich ist in Firmen oder ja, Ämtern. Es gibt immer noch eine Zeit, dann stellt sich der Chef vor. Bei allen. Da hat man dann Angst wahrscheinlich, die Mitarbeiter, die Dreck am Stecken haben. Irgendwie mit diesem ein komischer Look, dieses raushängende Hemd und die Krawatte dazu. Das ist lässig heutzutage, gell? Naja. Das ist lässig. Selbst Versace trug die Hemd, die Designerhemden offen. Weil sie einfach bescheuert ausschaut, wenn man sie reinstrickt. Ja, aber mit Krawatte? Nein. Nicht mit Krawatte. Und Versace hätte wahrscheinlich zweimal in dieses Hemd hineingepasst. Jetzt passt er nirgends mehr rein, außer er ist schon wo drin. Also, sehen Sie mal. Plackt hier unsere DVD. Ja, das ist Let the War Begin, liebe Fans. Falls ihr die DVD noch nicht habt, bestellt sie. SWF Let the War Begin, die erste DVD-Produktion der Schweiz, also der SWF, mit Erik Isaksen und Ares unter anderem. Ja, der spricht es gerade an, da hat Sigmaster Rapo den SWF-Titel von Chris Benani gewonnen. Chris Benani, jawohl, das war das legendäre Match, wo eine Title, ein Title Reign zu Ende ging. Aha. Wer war da noch dabei eigentlich? Dark Soul war auch dabei gegen Double C. Ja, hat sich da den Powerhouse-Titel gesichert. Ja, das können wir verraten, aber dennoch, kauft die DVD, 15 Euro. Das ist mittlerweile in Europa ein sehr günstiger Preis und viele Ligen bieten DVDs meistens für 20 oder mehr an. Video Vegas kann das, wir haben ja bereits einen gewissen Stellenwert in Europa, deswegen können wir auch diese Dumpingpreise anbieten. Ja, Dumpingpreis ist vielleicht übertrieben, aber... Naja, gut, schauen Sie jetzt mal... Ein wettbewerbsfähiger Preis. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sollten uns nicht zu sehr hypen, Herr Peter. Ja, warum nicht? Das darf man dann auch mal. Ja, klar. Moment. Ja, okay. Ja. Da ist er, der Champ. Sigmaster Rapo. Ich würde es schade finden, wenn da irgendwas passiert, was seinen Gürtel betrifft, den er erst bei der letzten Show gewonnen hat. Ja, er hat ihn in der Zwischenzeit, ja... auch in Österreich verteidigt. Ja, das dürfen wir aber noch nicht verraten, denn wir haben diese Show natürlich gecovert. Einen verteidigt, der erfolgreich, aber nicht gegen wen, das sagen wir nicht. Switch schon ein, der Gürtel. Und ich habe viele verteidigt. In Österreich, in Deutschland, selbst gegen Honky Tonk Man, der bitch Intercontinental Champion. Ja, da spricht das an, gegen den Honky Tonk Man. Shake, Wrestle and Roll natürlich auch auf DVD erhältlich. Die gibt es ja auch schon, Herr Peter, habe ich ja ganz vergessen. Da hat er den Titel nämlich wirklich verteidigt, der Sigmaster Rapo. Ja, nicht gegen irgendwen. Der Honky Tonk Man. Und jetzt macht er Sir Gardner ein wenig lächerlich. Ja. Das ist ein Gardner, der wirkt sehr selbstsicher. Die Kohle. Hat ja auch einen Sportflitzer. Haben Sie gesehen? BMW? Das Cabrio ist sicherlich noch eines seiner zweiten oder dritten Autos.
Allerdings hat er den Kragen etwas schlampig gestülpt bei seinem Hemd. Ja. Das ist ein Stress wahrscheinlich, weil er die ganzen Stars natürlich ja, herumfahren muss wahrscheinlich, oder zumindest sich koordinieren muss einiges. Ist nicht leicht, sind viele unfähige Leute in der SWF, deswegen muss Sal Gardner alles alleine machen. Leider, das ist so. Sind sie jetzt auf einmal zu einem Fan von diesem Mann mutiert? Na, der mag sie doch nicht mal, der spricht doch nicht mal mit ihnen. Ja, na gut, das ist so der Reiz des Geldes offensichtlich. Das ist der Reiz, dass gute Leute dabei sind heute und sie sind auch wieder ein Abnehmer mehr. Aber was ist da los, Herr Peter? Sam schaut aus, als ob Sal Gardner den Titel als vakant erklärt hat. Und er hat da, so wie es aussieht, ein kleines Mini-Turnier, das anscheinend Sal Gardner zusammenstellt oder zumindest jetzt einen Mann hier präsentiert, dem er hier vielleicht sogar die Chance gibt, hier den SWF-Titel zu gewinnen. Adam Pollock. Er hat sich vorher auch schon im Locker-Room bei ihm herumgetrieben, also ja, dürften da gewisse Verbindungen haben. Adam Pollock ist ist ein Albtraum des Locker-Rooms. Da bleibt nichts nicht und nagelfest. Ja, das Mann ist Kleptoman. Da nimmt er sich schon den Gürtel, Vorsicht. Ja, aber kommt das jetzt schon zu Siggy gegen Adam Pollock? Siggy Adam Pollock, das... Wer ist alles? Alles nein, ist aber Moment, da scheitert schon der Commissioner ein oder der CEO. Commissioner, CEO. Aha, jetzt Marshall T. Also der ist doch mit Sal Gardner sicher nicht unter einer Haube. Sal Gardner hat doch gesagt, die SWF hat leider diesen Mann hier ausgewählt, um am Turnier teilzunehmen. Also was Sigmaster Rap und Marshall T sind good friends. Also, das gehört an, wenn mein Name ausgerufen worden ist, bin ich recht überrascht gewesen. Nicht schon wieder. Ich bin fertig, gell? Aber ich muss sagen, freue mich extrem, zum heute Abend von diesem tollen Publikum antreten zu dürfen. Ja! So, kleidet sich ein wenig ein, aber hat er da sein Handy mit oder was? Was hat er da umhängen? Was ist denn? Ein Letterman. Den darf er doch nicht mitnehmen ins Mess. Ist das nicht so ein Schlagstock? Ein Totschläger oder wie der heißt? Bei uns heißt das, glaube ich, so. Ja, Waffen, er trägt ja keine Pistole direkt. Die darf er nicht tragen. Ja, Sigmaster Rambo, für dich kann ich angehen. Ich glaube auch maximal, dass Marshall Team mit der Waffe umgehen kann. Oder? Maximal mit einer Super Soaker. Also bei der Schweiz gibt es eine sehr große Wehrpflicht. Da nehmen die Leute sogar ihre Waffen mit nach Hause. Aha. Ich nehme an, Marshall T hat auch gedient. Bei der Polizei? Nein, der Bundeswehr. Bei der Schweizer Garde. Nein, auch nicht unbedingt. Oh, aber sehen Sie mal, Referee. Nico. Ja, Österreich Import. Tja, den... Sogar Video Vegas Import, kann man eigentlich sagen. Ja, sicher. Muss so sein jetzt. Die VWF muss ein bisschen expandieren jetzt. Und man ist einfach zu groß für Wien. Ja, richtig. Vor allem, es wird auch demnächst im süddeutschen Raum einiges zu sehen geben. Ja, und zu sehen gibt es jetzt auf jeden Fall ein Erstrunden-Match und zwar Adam Pollock gegen Marshall T. Das ist jetzt endgültig. Ja. Das heißt, Leute, die Glocke, sagt der Adam Pollock. Bitte? Hat Adam Pollock die Ringglocke gestohlen? Nein, aber ich glaube, die ist hier irgendwie beim Umzug in den Oberstock verloren gegangen. Die meisten, die als Erster den Schuldigen suchen, haben es dann selber. Wissen Sie das so?
Wer den ersten Stein werft, oder wie? Wie Nein, heißt also das ist ein biblischer Spruch und der hat was ganz anderes zu bedeuten. Wie heißt dieser Spruch? Wie geht der? Wer für den ersten Stein, der ist der Schuldige oder so? Nein, oder? Das ist quasi ein Gleichnis. Wer selbst ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Das da wirft dann natürlich niemand einen Stein in der Bibel, aber... Das heißt, das hat jetzt mit dieser Ringglocke nichts zu tun. Nein. Gut, Adam Pollock gegen Marshall Teague. Ein Duell, das es bis jetzt noch nicht gab. Marshall Teague hat mich leider noch nicht so sehr beeindruckt. Oh. Er war zuletzt bei der Honky Tonk Man Show, glaube ich, gar nicht dabei. Und bei der vorletzten Show, Let the War Begin, wo der DVD gepriesen wurde von Sam Gardner, da traf er auf Crash und Scorpion. Ja, aber da hat er sich durchgesetzt. Eigentlich ziemlich souverän. Wo haben wir noch gesehen? Einmal gegen Sigma Storepo, kannst du dich erinnern, bei der WXW? Da ist er. Das war schon länger her. Da. Oha, hey. Nico, was ab? War das Marshall? Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht so gesehen. Oh, aber Kraftakt jetzt von Marshall Key. Oh, jetzt natürlich, das ist good old. Was sieht man da? Polizeischul-Wrestling. Gibt's aber? Ja, und das hat weh getan, das hört man. Es gibt übrigens einen polnischen Fan, Sie werden es nicht glauben. Der sitzt im Publikum, ein älterer Herr, der kann Polnisch. Du bist aber in der Schweiz bereits, ja, wahrscheinlich schon seit längerem wohnhaft. Und der hat es abgesehen auf den Adam Pollock, der mag ihn nicht so. Den werde ich ihm nächstes Mal vorstellen. Ja, bitte, der 50. Der geht, bis jetzt habe ich den auf jeder Show gesehen bei der Schweiz. Und seit einem Pollock dabei ist, ist es natürlich quasi sein Liebling. Test of Strength Angebot von Adam Pollock. Adam Pollock kommt irgendwie so ein royaler Pole. Gibt's sowas? Ich weiß nicht, ob es polnischen Adel gibt, aber. Ja, ich glaube, ja, er wirkt so. Er wirkt nicht so ein abwendenden. Ich sag mal, so ein Bourgeois, wie so ein Lech Walesa-Typ. Er wirkt eher. Schauen Sie, oh. Die gestylten Haare, dieses Erhabene. Ich weiß nicht. Ja, aber das hat überhaupt nichts Vornehmes an sich, dieser Roadburn. Ich kenne die Geschichte Polens nicht so, die History. Natürlich, Polen hat viel mitgemacht, aber... Oh, Back Suplex von Adam Pollock, das ist ein Backdrop-Driver. Ja, gehen beim Polizeiauto schon die Lichter aus hier. Eins, zwei... Na, das ist ein Joke, das darf er nicht. Jetzt beißt er ihn auch noch, oder nein? Wow, aber da muss Nico aufpassen. Ja, der Pollock macht das einfach geschickt. Der ist ein Smart Wrestler. Der macht alles, wie gesagt, mit Hand und Fuß. Ja, und hat immer einen, mit Hand. Einen Trick in der Hinterhand natürlich. Oft hat er mehr als zwei Hände, denn da verschwinden echt wirklich viele Dinge im Lockerroom. Oh, ein Facelam! X-Factor-Style. Ja, aber das reicht nur bis eins. Man munkelt auch, dass er Trent Acid damals im Lockerroom bei der WXW, da verschwanden auch einige Dinge. Zum Beispiel da war doch der Adam Pollock noch gar nicht dabei, naja, oder? Wissen Sie, da war doch Zuschauer oft. Oder in der Dark Matches. Und zwar dieses Weed Cappy und das Hustler-T-Shirt von Trent Acid. Spurlos verschwunden, Herr Peter. War es Adam Pollock? Fragezeichen. Wir wissen es nicht, wir können es ihm nicht beweisen. Es sind nur Mutmaßungen natürlich. Aber diese Dinge haben angefangen und seit Adam Pollock in der Szene ist. Ist immer schlimmer. Ja, vielleicht benutzt ihn auch nur jemand als Alibi. Ja.
Oh, Clothesline. Wahnsinn. Wen schätzen Sie, wird es machen hier in diesem Match? Adam Pollock? Das wäre eine Sensation. Vor allem auswärts quasi. Letztes Mal hat er relativ deutlich gegen Dark Soul verloren in diesem Powerhouse-Titel-Match. Da hat er nicht allzu viel zu melden. Megastar hier in der Schweiz. Und Marshall T. pusht sich nochmal hoch. Round. Da hat er aber. Das war aber jetzt nur ein Windzug. Ein polnischer. Oder blufft Marshall T. Das kann natürlich auch sein, aber das ging eindeutig daneben. Ja, aber schön geblockt hier. Schafft es, diesen großen Mann auszuheben, jawohl. Ehrlicher Suplex von Marshall T, aber doch, ja, dieses Bröckel von Adam Pollock. Ja, bei Marshall T, man sieht nicht genau, wie durchtrainiert er ist durch dieses Outfit. Leg Drop. Oh oh, Hangman's Neckbreaker. Herrlich gemacht von Adam Pollock. Fast. Fast. Wäre Adam Pollock im Finale gewesen. Wer? Uiuiui. Wie ein kleines Kind fast schon. Ja, er wirkt ein wenig wie ein Riesenbaby, aber hat natürlich unglaubliche Wucht in seinen Aktionen. Er kündigt auf polnisches Finish an. Was kommt auf hier? Oder wieder wohl diesen Iconoslam. Er zieht ihn dann Cross-Arm mit den Händen nach vorne. Er kennen wir vom Toriumon oder auch aus. Aber Moment, das ist der Marshall Tease Finisher. Nein, er sitzt. Somersault Neckbreaker. Der. Zwei. Ja. Und das war's. Diamond Dust. Ja, wie ist der Polizeinotruf in der Schweiz? Das weiß ich leider jetzt nicht. Der Polizeiruf in der Schweiz? Ja, vielleicht finden wir das noch aus. Aber sehen wir es aber. Mitgenommen kann er nur ihr Schwert salutieren. Das ist Marshall T jetzt. Im Finale um den SWF Titel, der jetzt kurzfristig von Sal Garner als vakant erklärt worden ist. Sigmar Storepo trifft im zweiten Halbfinale. Ja, auf einen Mystery Opponent. Ja, wir wissen es nicht. Seth Gardner wird es uns demnächst sagen. Adam Pollock. Kommt jetzt langsam wieder zu sich. Ja, das ist Siege erst. Der Gürtel quasi los, kann man sagen. Er hat nicht mehr um seine Hüften und, ja, und dementsprechend angefressen. Sauer. Ja, so frustriert. Kennt man sonst nicht. Normalerweise immer einen kleinen Freestyle auf den Lippen beim Reinkommen. Gar nicht, schauen Sie. Und er hat auch keine Haare mehr. Das ist, sind ihm die ausgegangen jetzt in der kurzen Zeit. Oder einen die Sal Gardner gestutzt. Wurde es vielleicht ihm vorgeschrieben von Sal Gardner? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht will der Zucht und Ordnung machen. Ja, hat er doch selber lange Haare. Hören Sie mal. Hey, yeah. Das heißt, eins da ist einmal da. Disco Fever. Disco Inferno in the house. Was macht der denn jetzt? Ja. Hier. Also, mit dem Rad. Ja, das ist der Kollege vom Radio gewesen. Genickbruch.com. Kommentiert fürs Radio, wie immer. Livestream. Hat auch Dangerous K schon mal gemacht. Ja, sehr beliebt in der Schweiz. Aber wahrscheinlich hören wir den nächstes Mal sogar auf der DVD. Ja, wenn er gut ist. Muri. Wie gesagt, man wird. Hoffentlich erzählt er nicht zu viele Grammuri. Man wird diese Leute alle testen. Wir können sich nicht mit allen Dingen jetzt auseinandersetzen. Wir müssen natürlich viele Dinge so abseits machen. Also, wenn es koordinieren,
Kameraleute einschulen. Das ist alles für Schulungen, das sind teuer und die, ja, wir werden da sehr gut bezahlt, deswegen machen wir auch diese Jobs. Hey, das ist nice. Schon lange nicht mehr gesehen. Zuletzt, ja, das ist schon lange her. Ja, ich glaube, in TNN, glaube ich, war es, als ich die WCW noch sah. Ach, schade, lange Zeit ist es ja. Sir Gardner. Ja, das ist doch sehr übermütig. Er kündigt ja den Village People's Elbow an. Also momentan, Disco Inferno ist quasi das Ass im Ärmel von Sal Gardner. Ja, das ist natürlich der denkbar undankbarste Gegner für Sigi. Hat Disco da eine Bürste mit? Das schaut so aus, Disco Inferno ist ein Mann, der sich stylt, der sich... Ja, der Wert auf sein Äußeres legt, auf Hygiene, Pflege. Bei dem finden sie keinen, ja, Dreck. Pflegt sich sehr, stinkt nicht, wie manche andere. Das ist ja. So gut habe ich mir jetzt noch nicht angesehen, muss ich sagen. Ja, aber ich habe im Blocker-Room habe ich ihn gesehen. Das ist ein sehr, ja, aufreizendes Deo. Ja, das ist natürlich, einerseits ist das natürlich sein Style, sein Gehabe, aber andererseits ist es auch ein gewisses Ablenken, Einschüchtern für Sigmaster Rappo, der natürlich dann hier, wir sehen ihn jetzt nicht, aber mit sicherlich, wahrscheinlich halt schon ziemlich frustriert ist. Und ja, genervt in erster Linie. Das kann er natürlich aus dem Konzept bringen. Ja, oder vielleicht braucht er die Bürste, dann kann er sich auch ein bisschen kampeln, dass sie die ob sich das noch auszahlt. Verbleibenden Haare. Ich finde, Sigi sieht jetzt absolut nicht mehr nach einem Rapper aus. Ich sage jetzt nur mal Rapper, weil das Gimmick spreche ich an, dieses Hip-Hop-Gimmick hat. Findet wirklich. Ich bin bei mir so anklang. Ich erinnere mich, Sigmaster Rappo bei der PWU-Show in Wien, bei der ersten. Das war Sigmaster Rappo. So wie. Ich mit blonden Haaren. Ich weiß mir egal, aber blonde Haare hatte jedenfalls. Das war ein Outfit, das sein Gewicht stimmte, es war Dancing-Style, aber das, was er jetzt hat, das ist überhaupt nichts mehr. Das ist. Trägt er maximal noch irgendwie diese Schlabberhosen. Du meinst Party-Rapper? Die Rapper. Dann soll er wenigstens ein bisschen Vocals bringen. Er bringt ja gar nichts. Also er lässt Eminem rappen. Immer noch besser als Khalil. Sie meinen, Khalil soll einen Hit schreiben für Sigi. Kann das Khalil? Ich weiß es nicht. Da hat Sigi offensichtlich zu viel Fritten verkauft. Andererseits, glaube ich, hat Khalil keine Zeit, denn bei McDonald's ist man ziemlich eingedeckt hinter der Kasse. Disco wieder. Disco, ja. Also natürlich auf seine Frisur. Es ist einfach zu leicht, denkt sich Disco Inferno. Was gibt ihr mir da für einen Gegner? Der war SWF Champ, please. Ja, Disco ist natürlich einiges an Gegnern gewöhnt. Also müsste sich mit allen möglichen Kalibern in der WCW herumschlagen. Er hat auch viel verloren, aber natürlich hat zum Beispiel mit Alex Wright Dancing Fools, das war auch ein sehr lustiges Tag Team, haben immer getanzt. Das wird für jetzt mit Sigma Strapper in die... Oh, ein Elbow! Ja, genau aufs Kinn. Ja, oh, da! Kleines Dancy, Shaky Shaky Dancy. Wenn man zu lange auf diese Hose sieht, wird einem schwindelig. Das ist vielleicht hypnotische Wirkung. Ja, was glauben Sie, wenn er in der Schweiz hier heute Abend dann mit dieser Hose fortgeht in die Disco, dann ist er sicher. Ja, was meint Disco Inferno? Zum German Kid, da hat ihm irgendwas gesagt. German Kid. Ja, er hat gesagt, hör gleich auf, Sigmaster Rappo. Dann bist du... Ja. Dann sparst du dir etwas, sparst diese Blamage und Schmerzen. Ja, Sigma, da kann man nicht nein sagen. Also das wäre dann die Demütigung hoch 10, wenn Sigma selber aufhören würde.
dürfen wir nicht vergessen, er hat den Hulk Hogan mit besiegt, also... Ja, Disco Inferno ist doch etwas sehr, ich würde sagen, jünger, vielleicht ausgefuchster sogar. Also, das ist ein bisschen angepisst von diesen Armdrags hier. Das ist eigentlich up to date, diese Frisur, als Disco hat, mehr vom Style her. Das ist eine Travolta-Frisur, oder? Die Koteletts fehlen ihm noch, aber dann wird er, glaube ich, zu sehr. Auf 70er Jahre machen. Ja, aber die Psychospielchen, die beherrscht er natürlich. Ja, harte Shoulderblocks in den Magen. Schläge mit der rechten, aber nicht mit der Faust, das waren Innenhandschläge. Whipping von Siggy. Er kommt zurück, Siggy grabbt ihn und dann Slam. Scoop Slam und. Noch einmal, ja. Siggy, das sind kleine Erfolge, die er hier im Ring feiert. Das stärkt sein Selbstvertrauen jetzt ein bisschen. Und Atomic Drop. Und da flüchtet Disco Inferno. Kammer folgt ihm. Das ist eine Anti-Disco-Fraction übrigens. Ja, da hören wir es auch mal ganz gut. Und was macht der Kameramann hier drin? Ah, jetzt hat er. Ah, Disco Inferno sich ein. Der ist Päuschen genehmigt. Oh, aber es hat nicht aufgepasst. Oh, da, da ist Siggy, ist nicht voll konzentriert. Aha. Da flüchten die Leute schon. Gegen den Ringpost. Nein, schief gegangen. Fehler. Wollte also Bushwacker-Style mit einem Battering Ram mit Siggy in den Post hineinfahren, aber es ging gründlich schief und da freut sich natürlich die Anti-Disco-Fraktion. Das ist halt gar nicht. Beruhigenden Worten. Hey, Disco, don't worry. Nein, aber Siggy ist schon wieder unvorsichtig. Siggy ist doch... Was soll denn das? Und wieder campt sich hier. Disco, der jetzt einen kleinen Schnitt gemacht hat, aber nichts passiert. Vielleicht hat sich unser Kameramann auch kurz frisiert. Keine Ahnung. Was auch immer. Darf er. Wurde ihm genehmigt. Ja, also, wie gesagt, Disco Inferno wissen, dass er. Ich habe sie jetzt die Haarpracht von Siggy gesehen beim Rollen. Also, schon wieder haben sie gesehen. Kennen Sie noch diesen Potatius-Verkäufer? Haben Sie den noch im Gedächtnis? Ja, wir haben ihn zwar schon lange nicht mehr gesehen, aber. Ja, wenn wir. Wir haben leider mit der WXW leider jetzt. Endet unsere ja, Partnerschaft mit Full Force, die letzte Produktion, die demnächst in den ja, Verkauf gehen wird. Achtung, Sie kommen zurück. Womöglich nicht mehr nach Essen fahren oder in die Gegend dort, vielleicht, ja, vielleicht ergibt es wieder mal. Never say never. Never say never, sag ich mal. Großland vom Disco. Da gab es einen Mann, Peter, in Oberhausen. Ja, ich weiß, brauchen Sie ihn erzählen, Sie wissen sowieso. Liebe Fans. Da gab es in Oberhausen in dem Centro, das ist ein großer Shopping Mall. Kannst du jedem empfehlen, dorthin zu fahren, das sind einige Geschäfte. Einen, ja, so einen Fresscorner, sag ich mal. Wo lauter Food Court heißt. Jetzt erinnert er mich umso mehr an diesen Mann. Da gibt's diesen Potatius. Heißt der Potatius? Ja, Potatius, ja. Potatius, das ist ein holländischen Fritten. Holländisch angehauchtes. Ja, eine Frittenbude. Blau-gelb, glaub, blau-gelb. Blau-weiß, Design. Blau-gelb-rosa. Rosa? Was? Blau-gelb ist das. Ich glaube, es war weiß. Blau und weiß, nein. Aber. Blau. Auf jeden Fall ist es ja gelb, die Pommes frites, ist ganz klar. Und da gibt es dann alles. Kommen Sie zur Sache, bitte. Mayonnaise, Ketchup, man kann diese Fritten x-beliebig portionieren, Ketchup, Mayo draufhauen. Und da gibt es einen, ja, einen Mitarbeiter, der sieht ungefähr aus wie Sigmaster Rap und hat etwas längere Haare hinten. Aber von der Vorderpracht der Haare sieht er wirklich aus wie Sigmaster Rap. Und deswegen jetzt auch die Ähnlichkeit mit dem Police Academy Actor Bob Goldthwait jetzt ja, so einfach
unverkennlich. Das ist einfach 1:1. Ja, aber jetzt, sie waren wohl wirklich zu lange mit Zell Gardner jetzt zusammen, denn ich sehe nicht auch noch auf Sigi herum. Nein, also ich. Schauen Sie, Zell Gardner, ich habe Backstage natürlich nur begrenzt Access. Ja, wer weiß, was, war vielleicht was, zu viel, was gesprochen wurde, während die Kameras nicht liefen, das weiß man ja nicht. Direkt in seine kleine Office reingegangen. Ich muss mich da wirklich nächstes Mal ein bisschen zurückhalten. Und draußen in einem Parkplatz auch so zu, ja, oft zu lauern. Ich weiß nicht, ja, gut. Wir sind des Öfteren ja auch schon verwiesen worden von anderen Ligen. Und sie kommt jetzt zurück. Let's go! Moment! Hast du nichts gehört? Das wäre der Stunner gewesen, auch ein Finish von Disco Inferno. Ja, das haben die beiden gemeinsam. Sigis Greetings Nummer 2, dieser Snap-Stunner. Snap-Stunner. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt Sigma Strapper irgendwas vorschreibt, zu sagen, Ziggy, das Gimmick würde dir besser stehen. Tun. Aber stellen Sie sich jetzt die Hose in blau vor und hinten würde draufstehen, Greetings from Potatjes. Oh, was für ein Dann so kleine gelbe Fritten auf der Hose, das wäre doch... Ich würde es als Steigerung ansehen, als Gimmickwandel, der ihn sicherlich... Achtung! Besser... Snapstar! Zweier Greetings. Eins. Zwei. Nein! Disco kickt aus, der Move. Der hat den Honky-Dong Man besiegt. Das ist unglaublich. Das ist Inferno. Da ist er, habe ich gesagt. Er ist um eine Klasse stärker. Oh! Ein Tritt in die kleinen Fritten, kann man sagen. In die Juwelen von Sigmaster Rappo. Draußen Zell Gardner, sind sie? Oh! Oha, da ist jetzt Zell Gardner! Moment! Da ist ein Schulring! Der hat nichts verloren, das ist kein... Der Einsteiger von Ziggy! Und Disco Lade mit dem... Das kann's jetzt sein! Hammer! Eins! Zwei! Nein, da schnappt er sich den Zell German Gardner Kid! Gardner zieht German Kid weg, den Rev! Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht... Ey! Das ist vielleicht der Neid, aber... Oh, Sigi! Oh, Disco Inferno mit dem Stuhl! Ja, wo ist der German Kid? Sigmaster Rappos! German Kid, den hat er rausgezogen. Der schon, aber der wird sich doch da nicht... verletzt haben, hoffentlich nicht. Village Moment. People's Elbow! Eins, zwei... Eins, in die Seite, nochmal! Und ein Elbow! Village People Elbow! Eins, zwei und das war's! Yeah! Ja, aber das war natürlich dieser Chairshot davor, der den Ausschlag gegeben hat. Das war nur mehr das Tüpfelchen auf dem I. Der Kupf auf dem Eis, der. Ja, das ist doch ein sehr. Die Mayonnaise auf den Fritten. Das ist ein sehr demütigender finishing Move eigentlich. Was? Dieser Village People ist demütigend für den Gegner. Ja, auf jeden Fall demütigend. Aber er kann den Gürtel, sehen Sie? Zell Gardner meint, noch nicht ist so weit. Das könnte ja, aber warum hat Zell Gardner überhaupt schon mit? Der sollte doch neutral vielleicht irgendwo. Ja, das sehen Sie schon. Da ist ein Weg ist im Busch. Nächstes Match. Oh. Ja, die deutsche Fraktion hier auch vertreten. Team Germany, Team XCW. Ja, heute in anderer Besetzung. Abermals in der SWF dabei. Fronen und sein Gegner, sein Partner. Ja, diesmal nicht. Nicht sein Gegner. Nicht er ist sein Gegner eigentlich bei der XCW öfters gewesen. Trouble. Aber heute sind sie im Team. Fronen und Trouble. The Satanic Prophet. Ja, seit neuesten ohne Maske. Das sind ihre Gegner. Chris und Vitor Bernardi. Ja, die zwei verrückten Brüder. Aus ihrem Maus Locos. Lokosch, ich weiß es nicht genau, brasilianisch. Langosch. Os Irmaus Lukosch. Was steht da? Das konnte ich jetzt leider nicht lesen. Stand da überhaupt etwas?
da stand. Ja, da stand irgendwas in Portugiesisch. Also, ja, Portugiesisch ist der Brasilianisch eigentlich. Das ist dieselbe Sprache übrigens. Spanisch ist das nicht, das ist eine Abwandlung. Aber egal, ich verstehe die beiden so und so nicht, ob sie jetzt Schweiz, Deutsch oder Brasilianisch sprechen. Fronen ist für mich hier der talentierteste Mann. Er hat das Zeug dazu, dass immer. Das ist einmal was wirklich aus ihm wird. Er hat, wie würde ich sagen, diesen Willen, diesen Biss. Das Einzige ja, ist dieses T-Shirt. Nicht vergessen, der Chris Bernardi, der war natürlich schon mal was. Der war SWF-Champion, Heavyweight-Champion nämlich. Davor auch schon mal Light-Heavyweight-Champion. Also von den Erfolgen her ist sicherlich ja, Chris Bernardi hier am höchsten einzustufen. Ja, Chris Bernardi, er ist... kein Gewinnertyp, das muss ich dazu sagen. Wie kommen Sie jetzt darauf? Da komme ich drauf, weil er zuletzt bei der, ja nicht zuletzt, bei der SWF-Show Let the War Begin einmal den Titel einmal verloren hat gegen Sigmaster Rapper. Das war angesagt von Sigi. Er hat das prophezeit und hat es wahrgemacht. Chris Bernardi konnte nichts dagegen machen. Dann gab es diese Show, wo eben der Honky Tonk Man dabei war. Da haben sie sich durchgeschwindelt über die Turkish Fanatics, die eigentlich das Tag-Match gegen die Brasilianer schon so gut wie in der Tasche haben. Das waren wirklich, sie wollten es nicht gewinnen, die Türken. Sie waren, aber bitte. Sie konnten es nicht gewinnen. Das dann jetzt Achtung, im Finale wurden sie ganz einfach vorgeführt von der Swiss Money Holding. Ja, gegen die kann man natürlich verlieren, das ist keine Schande. Sie sind übrigens heute nicht dabei. Die sind leider nicht dabei, ja. Ja, und es geht auch in diesem Match um einen Number One Contender Spot. Von Vitor, der, ich weiß nicht, warum er hier noch ein schwarzes Shirt drüber hat. Sie haben schon diese Unterleiber an, die mir nicht so wirklich gut gefallen. DDT jetzt. Oh, harter DDT. Ja, sie planen, glaube ich, ein neues Outfit für die nächste Show. Haben sie zumindest angekündigt. Das würde ich Ihnen empfehlen. Ich würde es nicht. Ja, es wirkt doch etwas uneinheitlich. Als Team, ja, das ist das eben, als Team. Gut, bei Fronen und Trouble ist es egal, denn die beiden kennen sich sowieso aus der XCW. Oh, ah, das ja. Kennen wir aber. Hey, das ist mein Herz. Ich glaube, hier Sprung auf, das ist dem... Das haben sie auch in ihrer Jugend gemacht, wenn sie über den Zaun springen müssten, weil sie so klein waren. Dann haben sie immer... Einer musste dann immer... Ja, wie kam der zweite nach? Gar nicht, da kamen immer Schläge. Weil er nicht drüber kommt. Das waren immer diese Lausbubenstreiche, wo dann immer einer draufzahlen musste. Deswegen sind sie auch Wrestler geworden. Leg Drop. Ja, Trouble bis jetzt noch nicht im Ring. Das ist ein Nachteil bei so kleinen Leuten. Bernardis haben schon öfter gewechselt. Ja, sie werden sich das noch aufhören. Fronen ist nämlich, also Trouble. Trouble ist ein sehr undurchsichtiger Athlet, der oft unterschätzt wird, ein sehr underrated Typ. Ja, und da haben sie es gesehen. Ja, aus der Dunkelheit, da haben wir ihn gar nicht genau. Gesehen im Hintergrund. Sieht man nicht. Ja, nur das bleiche Gesicht hat hier vorgeleuchtet. Bleich, das ist geschminkt. Ja, das wie wir da grenzen natürlich. Aber da macht es natürlich ein bemerkbar. Vatermann, der scheut keinen Skrupel. Der. Sehen Sie es. Sehr, sehr. Ja, sehr verbissen wirkt, ja. Muss natürlich seiner Liga, seiner, ja auch seiner Heimat, Süddeutschland, Bayern, Lehre machen. Das ist er offiziell im Ring. Trouble. Ja, also für meinen Geschmack ein wenig zu viel Vierlefanz. Ja, auf seinem Outfit. Diese Armnieten, die finde ich, die sollte man runtergeben, denn da kann man sich selbst verletzen. Oder den Gegner, wenn man hier mit der Großleine vielleicht erwischt. Das stört. Wenn man sich immer wieder selbst richten muss. Schmuck nur im begrenzten Sinne im Ring wieder tragen. Achtung, da ist auf einmal ja, Fronen auch wieder im Ring. Fronen illegal eigentlich, das war kein Tag. Suplex mit Chris Bernardi. Ich denke nur, Michael Kovac, der trägt einen Ohrring und da gibt er sich immer runter vor dem Match. Also bevor die ja, das Ring ist natürlich auch gefährlich, der kann natürlich ausreißen. Ja, und ein Negativbeispiel will ich jetzt auch erwähnen, nämlich Mad Cow. Er trägt immer dieses komische Piercing auf der Schläfe und er hat sich öfters schon verletzt. Ist selbst schuld.
wirklich kein Verständnis dafür. Also bitte, wenn Sie Schmuck tragen, runtergeben. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann bitte überkleben. Dann müssen sich manche wahrscheinlich das ganze Gesicht zutapezieren. Aber dafür, können Sie sich erinnern, gab es ja auch diese Mumie. Um Gottes Willen, ja, das will ich mich jetzt gar nicht daran erinnern. Ja. Ja, die Mumie, das ist ja auch so eine kleine, ja, ich will sagen, Parallele zu Süddeutschland. Die trat ja auch hauptsächlich dort. Oh, Heart Attack. Hey, Klosler, Heart Attack. Ja, gleich in den Boston Grab und oh, Camelklatscher zu, er hängt in der Luft. Ja, Fronen, ja, sieht ein wenig aus wie ein kleiner Sidwisches. Ja, also diesen mit Nike Blick hat er drauf. Und auch diese Locken. Also wenn er auftrainiert, ja. Und ja, aber so wie Sidwisches muss er nicht unbedingt aussehen. Nein, so nicht, aber wenn er diesen Body ein bisschen, ja, modelliert, der dann. Kann man wirklich aus ihm was machen, aber momentan mit diesem Shirt. Also auch die Hose sieht aus wie Steve Allison schon fast. Naja, gut, also alle schwarze lange Hosen sind Steve Allison, bitte. Also da würde ich nicht Steve Allison als Vergleich hernehmen. Weil die Swiss Money Holding trägt ja zum Beispiel auch schwarze Hosen. Ja, aber da hat es auch eine andere Aussage gehabt. Achtung! Nein, oh, Freddy Flip! Wow, herrlich gemacht! Upset? Nein! Chris Bernardi, ich habe recherchiert, der heißt übrigens mit vollem Namen Christian Antonio Rodrigo Fernando González Alonso da Silva Bernardi. Das muss man sich auch erstmal merken. Da gibt es von dem auch ein Panini-Pickel. Nein, das gibt es nur für die Fußballer. Achso, gibt es aber nicht für die Wrestler. Hat es. Ja, weiß man nicht, was. Es ist ja oft länderverschieden. Also in der Schweiz zum Beispiel, in Italien gibt es das. Also ich weiß nur, dass Sarake gab es zum Beispiel nur in. Also bitte. Gab es zum Beispiel in der Tschechei nicht. Da gab es vieles nicht, dafür gab es Bandau, Achtung, Suplex. Das war zum Beispiel ein Album, das ich mir nie gekauft habe. Das ist Sarake. Meine Cousine hatte das. Und das sind diese arroganten Legdrop-Cover, die. Ja, das ist sehr eine Unart in letzter Zeit, sieht man sehr oft. Aber bringt absolut nichts. Gar nichts. Das ist einfach Faulheit. Ja, da lässt sich provozieren, das ist natürlich ungeschickt. Ja, da ist natürlich gleich Fronen und mischt hier ordentlich mit. Ja, sie haben es jetzt gut verstanden, hier Chris Bernardi zu isolieren. Ja, wieder ein Konter. Auf geht's, Schwabe, auf geht's! Oh, Big Lariat von Trouble. Und wieder sind sie, er muss sich immer wieder. Nein, ich glaube, es liegt nicht nur an den Nieten. Ist das dieser Schlabberpulli, oder? Schlabberpulli, ich denke, das ist alles eben. Leute, egal, ihr könnt auch ohne Shirt wresteln, denn Schmerzen müsst ihr sowieso einstecken. Und. Ja, und so teuer sind diese Hosen bei Highspots auch nicht. Das schaut lächerlich, glaube ich, manchmal mit Shirt lächerlich aus, wenn man ohne Shirt wrestelt. Denn so eine schlechte Figur, glaube ich, hat der Fronen auch nicht, wenn er hier ohne Shirt wresteln würde. Das macht ja auch zum Beispiel, ja, Steve Allison, von mir aus erwähne ich jetzt den Namen wieder. Ja, Cobra Clutch jetzt, mal sehen, ob das schon reicht. Psycho Fronen. Es ist wirklich. Es ist fast schon unheimlich, diese Ähnlichkeit. Ich glaube, wir sind die Ersten, die das angesprochen haben, oder? Wie schon in vielen Dingen, wir oft Dinge ans Licht, ins Tageslicht bringen, aber es ist wirklich unglaublich. Oh! Genebreaker, ja. Fronen. Leider hat er bis jetzt noch keinen einzigen Move gezeigt, den auch Sid Vicious drauf hatte. Ja, das waren nicht so viele. Er könnte sich vielleicht, ja, könnte vom zweiten Seil springen und sich das Bein brechen. Ja, das hoffentlich nicht, dann sehen wir ihn, glaube ich, in längerer Zeit nicht mehr. Ah, ja, das ist natürlich ein ganz offener Chokehold.
Da kommt hier Gaucho anfangen so ungefähr, aber Gauchos sind ja aus Argentinien. Ehrlich? So eine Art Clothesline, da hat er sich noch angehalten. Wir haben Surfbrett. Ja, da kommt noch nicht so die Samba-Stimmung auf bei den beiden Brasilianern. Das sind die Schlaftabletten, muss ich sagen. Also, die ist übrigens, die Boots sehen aus wie die von Sergeant Slaughter. Nur sind sie weiß, ich dachte, sie grün. Kannst du dich erinnern an diese hohen Wrestling-Boots? Trouble jetzt im Ring, aber oh! Vito Bernardi! Dropkick! Ja, der hat natürlich noch jetzt am meisten Luft, aber schon lange Zeit nicht im Ring. Und Slam. Was? Jetzt, oha, das könnte der... Der Frog Splash werden von seinem Trademark-Move von Chris Benardi. Ah, herrlich. Er sitzt voll. Eins, zwei. Und aber das ist Trouble. Trouble mit seinen Nieten wieder. Da kann man hässliche Abschürfungen bekommen von sowas. Was hat denn, hat da Trouble irgendwas auf der Stirn? Sogar graviert oder... Zeichen, ein Pentagramm oder sonst was, also das man ist. Sehr, sehr mysteriös. Aber natürlich jetzt Chris Benardi wieder im Ring und der musste die ganze Zeit vorher schon einstecken. Oder hält er sich einfach an und wechselt. Fehler! Aber auch ein Fehler. Moment! Ansatz Death Valley Driver? Nein! Herrlich, Whiplash! Ja, der Death Valley Driver, den kennen wir von Trouble. Schön, der German Kid lässt hier überhaupt nichts durchgehen. German Kid greift hier durch. Leitet dieses Match äußerst sehr, sehr übersichtlich. Aber Moment, jetzt ist wieder offensichtlich ja legal. Oh, ein Nut. Wieder ein Neckbreaker. Und das ist wieder Trouble. Moment! Oha. Das könnte der Troublemaker. Troublemaker! Ja, er darf nicht posen, er muss covern. Oder beziehungsweise. Er ist ja gar nicht der Legal Man. Dann sollte er Fronen drauflegen. Fehler! Pedigree! Eins, zwei. Das war's! Also, das ist, glaube ich, jetzt. Ich glaube, jetzt ist dem German Kid zu bunt geworden. Das waren, glaube ich, die, eben die nicht legalen Männer, aber er hat das angeblich. So kann man auch. Wie sagt man da? Einen Kompromiss machen und sagen, okay. Ja, wenn ihr, nach dem Motto, wenn ihr unbedingt zu viert brawlen müsst, dann zähle ich halt auch einfach durch. Ja, damit Nummer 1 Herausforderer auf die Titel. Abermals die Los Cocos, oder wie die heißt. Aus ihrem Aus Locos. Ja. Hey, das ist Sonny Siaki. Wer zu sagen? Steht doch jetzt noch gar nicht auf der Karte hier. Nein, auf aber der Kampfkarte. Es ist ja wichtig, dass wir ihn jetzt sehen. Zum Glück, dass er irgendwie. Ja, ist. Er ist da hier. Zumindest. Also hier. Tja, ja, das mussten wir jetzt leider sensoren. Zensieren, ja. Wir die DVD wahrscheinlich nicht ohne Altersbeschränkung freigeben dürfen. Dark Soul! Yeah! Der Superstar derzeit. Ich würde sagen, das ist der People's Champ bei der SWF. Wenn ich jetzt diesen Vergleich wieder ziehen darf, aber mein Gott. Sonny Siaki, wie hat er gesagt? Cocky Siaki, Numero Uno. Ja. Mixt da einiges.
Oh, Dark Soul, der Powers Champion. Scheint sich hier mit dem Sionisiak, den Mann aus Amerika, Samoa anzulegen. Will was von ihm anscheinend. Das ist schon mal sehr deutlich. Oh, Angebot. Since you are so big with whining and complaining, why don't we make it a no disqualification and no count out anywhere goes, man? Er mag das. Hast du diesen Grinser gesehen? Das mag Siaki, er mag das. Das Angebot. Oh, warum nicht gleich jetzt? Und dann habe ich sein, natürlich sein ein Schimpfwort zum Vergleichen für Dark Soul. Ja, das heißt, das sehen wir später noch. Das wird natürlich ein Mega-Match. Sonisia gegen Dark Soul. Yeah, Powerhouse Title. No Disqualification. Tonight, Title Shot, you, me. Very good. Ist das jetzt ein No Disqualification Match? Ja, ich glaube schon. Dark Soul hat diese Herausforderung zumindest ausgesprochen. No Countout und No Disqualification. Very good. Thank you. Dankeschön, SWF. Oder Selgada oder was auch immer. So now I got the permission to get an interview from the new CEO of the SWF along with Disco Inferno. Now, it seems the Disco Fever is rising now because you, Disco Inferno, beat the then SWF champion, Sigmaster Rapper, who now is no longer the champion. The title is vacant and is up for grabs in the final between you, Disco Inferno, and Marshall T. What are your thoughts? Well, you are certainly a master of the obvious, aren't you? Disco Inferno is rising? Is that not like your funny little joke, huh? Disco Inferno is rising? What is this? The bottom line is that tonight you've selected an honorable opponent to come in and compete for the belt. Yeah. And all I have to do now is beat the discount version of the Big Boss Man. Yeah. I'll tell you what, you've made the correct choice. Oh, I'm going to make you proud. Wow. Da sind sie auch abgeblitzt. Ja, ich bin abgeblitzt. Ich glaube, ich werde jetzt das in Zukunft immer anderen machen lassen. Ich bin angefressen ein bisschen, Herr Peter. Also wie dieser Mann. Er ist angewidert. Er hat Komplexe, er ist klein. Sehen Sie, er will das nicht hören, dass die Fans ihn anscheinend sagen, du bist lächerlich. Crash. Aber dieser Mann. Das erzählt, glaube ich, einer der wirklich Top-Publikumslieblinge bei der SWF. Air to Style. Er ist immer gut drauf, Herr Peter. Ja, man muss sich schon fragen, ob er irgendwas einnimmt von seinem Menschen. Sie meinen, dass er im Offers drauf ist, oder? Ja, genau. Das ist wie man sich nicht zu unterstellen. Nein, er ist einfach eine Frohnatur. Er rockt sich ja weg von Apron zu, also von Corner zu Corner. Und da geht schon los, zum Glück haben wir das jetzt, diese Stimmungstiraden hier ein bisschen unterbunden, weil es ist Belt Time. Air to Style um den SWF Heavyweight. Light Heavyweight. Entschuldigung, das ist Light. Diese ganzen Titel, die glaube ich auch schon. Es gibt doch nur drei, ist doch nicht so schwierig. Es gibt vier. Tag Team Belts. Ja, die Tag Team Belts, aber die sind ja nicht zu verwechseln. Air to Style verteidigt seinen Leitbetitel gegen Crash. Ja, und der hat auch ein schweres Match bestritten bei der letzten Card, Jake Wrestling Roll. Crash? Nein, Air to Style, da hat er sich gegen den damaligen Champion Jesus und Extreme durchgesetzt. Der Three-Way Dance. Auch nicht gerade irgendwer. Und Extreme? Der hat ja gesagt, hey. Ich möchte gerne ein Rematch haben gegen dich 1-1. Aber Extreme, ja, hat heute leider ein anderes Match, und zwar bei der WXW. Also er ist nicht dabei, also kann dem Wunsch oder was auch immer. Oh, sehen Sie, das Anliegen kennen wir, und dann wieder Cardwheel, Air to Style. Ja, aber der wird die Chance sicherlich bekommen. Also entweder wenn
Er hat so Style hier den Titel verteidigt, oder falls Crash der Champion ist, dann Crash bei der nächsten Karte. Glaubst du, dass Crash schaffen kann? Ja, man darf den Mann nicht unterschätzen. Man macht es gerne wegen seiner ja wirklich geringen Körpergröße, aber er hat auch schon mit erfahrenen Leuten trainiert. Ja, der Crash, können Sie sich erinnern, bitte? Der Crash Kid? Da hat er irgendwie auch Dung, so... weg ist er. Springboard in den High Cross Party, herrlich. Eins. Nein. Ja, bei Air to Style muss man auch sagen, der hat sicherlich auch... Swing and Spinning... Mission, ja, wunderschön. Wow. Sicherlich in den letzten Monaten eine ziemliche Entwicklung mitgemacht. Styles? Style. Teil? Hast du Style, meinen Sie? Ja. Scheint mir, also er wird immer besser. Sie meinen, das Outfit geändert, toll. Nein, nicht nur das, auch von seinen Aktionen und von ja, seiner Sicherheit immerhin. Sehen Sie, tänzelt hier herum, ist gut drauf. Und da ist Crash. Und der zieht einen herrlichen Low Blow durch. Ja, Crash nimmt keine Gefangenen. Wow! Das war eine Art Electric Chair Drop und dann einfach einen Stomach Break aufs oberste Seil, herrlich. Und da ist er out. Oh, und das ist natürlich demütigend, aber. Und Crash testet hier quasi Style mit einer Locomotion Serie. Noch ein dritter vielleicht? Herrlich, von Crash. Wir haben den kleinsten Wrestler. Wenn wir kleine Wrestler sind, dann werden wir automatisch schon einige kleine. Ich finde, der passt schon. Muss nicht irgendwie jetzt dazu diskriminieren, aber so einen kleinen, wirklichen Contest zu machen. Marty Shaw wäre auch noch ein Beispiel. Hat er schon Probleme, auf das zweite Seil zu steigen. Aber wie soll ich nicht lustig machen? Oh, herrlicher Somersault Neckbreaker! Der Crash ist. Natürlich ist er klein, aber. Muss auch seine Leistung respektieren. Ja, auf jeden Fall. Den German Suplex. Das ist vielleicht schon der Setup-Move für irgendwas. Oh, das war ganz hart. Press hier. Ja. Das war fast schon eine kleine Kuchinawa-Arschbombe. Oh, aber die geht daneben. Wieder falsch berechnet. Einmal vorne, einmal hinten und dann wieder vorne. Er zu Style und dann... Wunderbar. Irgendwie liegt diese Kopfschere. Ja, von ich sag's immer, er zu Style. Style. Da musste sich nicht mal ducken, Crash. Was kommt hier jetzt? Oh, da ist er ziemlich hart mit dieser Frankensteiner. Hart eingeschädelt. Ja, solche Moves kann Crash natürlich ganz durchziehen. Da kommt ihm seine Größe eigentlich mehr zugute. Anforderungen jetzt für die Style. Russell. Und ein Hypersparty 1, 2. Nein. Crash hat leider bei den anderen Ligen eigentlich nie die Chance so richtig bekommen. Meistens nur ein paar Mal in Dark Matches und so. Ja, aber er wurde ziemlich schnell verjobbt. Achtung, Air to Style! Na, herrlich. Bringt er rein. Side Suplex. Nein! Tilt nein! God Run Suplex! Ja, herrlich! Ein Oldschool Move. Sieht man auch nicht mehr sehr oft den Gutwrench Suplex. Gutwrench Suplex? Nein, das ist lediglich einer der 80er Jahre, den wir damals oft gesehen. Iron Sheik zum Beispiel. Iron Sheik, ja, da haben sie recht. Oder. Ja,
sieht man heute wirklich selten, solche Moves. Wow, ja, da fragt ja schon das Publikum. Wollte das sehen und... Das Moonsault vom Zweiten. Kann er sich Schluss machen mit Eisen Style? Eins? Nein. Oh, da clever gemacht, da eine Blutgrätsche richtig ins Knie. Das ist, dieser Crash ist ab und zu ziemlich dreckig in seiner Aktion. Aber wie gesagt, er macht alles, um ein Match zu gewinnen. Und er ist auch undurchschaubar natürlich mit seiner Maske, da weiß man nicht. Hat er jetzt Schmerzen, hat er keine Schmerzen? Das ist ja bei Maskenwrestlern der psychologische Vorteil, weil man weiß nicht genau, wie angeschlagen sie sind. Oh, und das war ganz hart. Was für ein Double Foot Stomp aufs Knie. Wo steht eigentlich vorne bei Crash auf seinem Shirt? Crash. Crash? Ja, glaube ich. Und hinten Size Does Not Matter. Ja, steht Crash vorne um. Mit K. Also auch einer, der sein Merchandise trägt. Obwohl ich weiß nicht, ob es dieses Shirt überhaupt zu kaufen gibt. Das Crash ist natürlich dann auch ein Unterschied. Also. Crash hat unlängst wieder Vegas angemeldet und hat gemeint, er möchte gerne einen Tipp machen. Und zwar von allen seinen Crash-Matches. Es gab schon ein paar bei Video Vegas. Die hat übrigens legal bestellt, Crash. Ich bin ihm nachgegangen, hab das abgesegnet. Das heißt, Sie wissen die Adresse von Crash, weil Sie hier verrate ich natürlich Damenzuschriften kommen, möchte anonym die Interesse bleiben. Haben. Ich möchte anonym bleiben, der echte Crash. Oh, also, Frankensteiner vielleicht? Bald nein, noch. Nein, da hat er geblockt. Moment. Vorsicht! Death Valley Driver. Ja! Yeah. Oh, aber was für einer! Aber Crash! Demnächst auf seiner Homepage wird es einen Best of the Crash-Tipp geben. Das heißt, wie Vegas Material. Vielleicht werden wir den Link einfach übernehmen. Dann den macht er aber selbst. Den macht er selbst. Kann er sich nicht leisten, glaube ich. Er steckt da viel Arbeit rein in seine Homepage. Und wir werden das einfach dann verlinken. Haben Sie eine URL dazu? Die gibt es im Moment nicht. Vielleicht auf einer... Wenn Sie auf die WWE-Seite gehen, werden wir vielleicht den Crash-Clip einfach verlinken auf der eigenen. Oh, da steht der Style schon wieder. Clip-Section. Aber zurück zum Match jetzt. Und Erto Style zieht jetzt. Hat er den Gang höher geschafft? Nein, aber Crash hat wieder geblockt, hat auch das Bein nachgegeben. Nein, wieder nicht. Ja, das ist ein German Suplex Ansatz. Crash ist einfach wie ein kleiner Houdini. Und dann wieder hält er sich an. Bulldog zeigen, aber Erto Style kontert wieder. Oh, herrlich! Ist dieser. Ich weiß nicht mehr, wie der Move genau heißt. Das ist eine Art Spike DDT, aber wir werden. Es ist, glaube ich, er nennt ihn der Twist of Glory. Ja, und wenn das jetzt kommt, was wir uns alle denken, dann sieht's böse aus für Crash. Nein, da ist er schon. Das ist eine reiche Stunde, aber das wurde schon zunichte gemacht von der Crash. Weil er hat sich hier am Seil. Nur Crash, nicht der Crash. Von der Crash. Also, ich finde der. Der Crash? Nee, also das klingt. Wie der Clash, meinen Sie? Ja, aber das klingt etwas holprig. Achtung. Hat sich angehalten hier am. Crash! Vorher kann ja. Eins, zwei. Ja, aber zu lässiges Cover, da muss er das Bein einhaken. Dieser schlängelt sich jetzt zwischen dem zweiten und dritten Seil durch. Es ist wirklich. Oh, das ist gründlich schief gegangen, dieser Splash. The Shades of Super Ninja. Können Sie noch erinnern? Aber das ja, war jetzt, wirklich missglückt. Jetzt liegt er aber wunderschön in Position. Moment, das könnte jetzt wirklich die glorreiche Stunde sein.
Band, die Swanton Bomb von Air to Style sitzt, die sitzt. Ja, wunderbar. Atemberaubend, wie immer die Hände noch hinter dem Rücken verschränkt. Eins, zwei, drei, das war's. Air to Style verteidigt den Titel. Ob er davon was bringen wird in seinem Clip, Crash? Die Frage. Tja, Titelverteidigung von Air to Style, das heißt, nächstes Mal wohl gegen Extreme. Bei der nächsten Show, Battle Series Nummer 2. So, und jetzt kann er wieder abfeiern. Sonny Siaki, der Superstar, der vorher im Ring war. Okay, there's Sonny Siaki. Sonny Siaki versus Siaki. Early on, before this intermission. Shut up, Dark Soul. You might be heavyweight champion, powerhouse champion, SWF, which means nada to moi. In other words, you're nothing, a nobody, a peon. Tonight, watch your backs, because Mr. Number One, Sonny Siaki, is taking your title and taking over SWF. Get out of my locker room, punk. So, es geht weiter. Oh, Sonny Siaki. Ja, und bei dem sind sie natürlich genauso abgeblitzt. Ich bin abgeblitzt, ja. Kann eins sagen, Peter. Ich werde wirklich nur mehr diese Backstage-Clips von unseren Kameraleuten wie Miro, wie Zlatan, wie Joltan. Wie gibt's noch? Wen haben wir noch eingestellt jetzt? Billigstkräfte. Das waren schon alle. Aber haben Sie diesen Rücken gesehen von Sonny Siaki? Sonny Siaki ist pumped. Dieser Mann ist unglaublich gut trainiert. Ja, und spricht viele Sprachen. Wir haben es gehört vor dem Promo. Numero uno, moi. Number one. Also Spanisch, Französisch und Englisch. Ja, so merkt noch irgendeinen samoanischen Dialekt, kann er natürlich auch noch. Da ist der Dark Soul. Sie mittlerweile in der SWF etabliert. Ja, nachdem er in diversen anderen Ligen ja teilweise verarscht wurde. Ja, das ist wirklich. Also, hier jetzt kann ich noch rein. Bei vielen Ligen kam er einfach nicht so rüber, wie er wollte. Und bei den anderen Ligen, da wurde er wirklich auch in den gewisse Storylines und diese crappy Angles, da wurde er wirklich durch den Kakao gezogen. Kakao ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, also ich will jetzt wirklich da nicht auf diese Storys eingehen. Wir sind froh, dass wir ihn hier haben, ohne wirklich Schnickschnack. Was, Sonny Siaki? Quasi der Co-Main-Event, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich auch ein Mr. Carl's Platz, right? Very good. Check him out. Check him. I'll trust him. Da hören wir es. Ich traue dem nicht. Kontrolliere ihn. Ja, natürlich auch eine ehrenvolle Aufgabe für Nico hier, dieses Match zu leiten. Ja, auf jeden Fall. Das ist sicherlich sein, ja, biggest Match jetzt, bis er bis jetzt leitet. Vielleicht werden wir mit unseren Kameramann müssen wir sprechen, dass wir sie auf den Apron raufschicken. Sie haben bitte einmal persönlich schon einmal das gecheckt, wie das aussieht am Apron. Bei so einem Trainingsmatch, wie war das? Ja, man muss aufpassen, wenn die Action zu nahe kommt, aber grundsätzlich sieht's gut aus. Was gibt's jetzt? Oh ja. Herr Pohl. Aufpassen. Ja, dann muss er ja vielleicht die Augenbrauen gezupft haben. Ne, er hat längeres Haar. Hey. Oh, hallo, Vorsicht! Er hat längeres Haar als Dark Soul. Das steht fest. Ja, die längste Haare hat hier sicherlich Nico. Aber der hat hier gleich klar gemacht, ja, mich brauchst du nicht angreifen. Sich angelegt mit deinen Fans. Get him out, get out of here! Ja, da will er, dass der entfernt wird, dieser Fan. Geht das so einfach? Ich glaube nicht. Security habe ich hier eigentlich wenig gesehen, das ist auch nicht nötig. Die Schweizer sind ein sehr friedliches Publikum. Ja, so ich sage, Clean Break, aber hat dann flüchtet er gleich. Zuschlagen wollen und dann flüchtet er. Haben Sie den bösen Blick von Dark Soul gesehen?
Ja, Dark Soul, glaube ich, ist sowas wie das Gegenteil von Air to Style. Den sieht man eigentlich sehr selten lachen. Das ist ein ganz anderes Image, ganz eine Gimmick. Dark Soul ist irgendwie der finstere Zeitgenosse aus dem Reich des Dunklen, aber dennoch mit guten Intentionen, ja. Ja, und Sonny Siaki hat schon wieder Fersengeld gegeben. Ja, so würde er diesen Titel nicht bekommen. Na, jetzt holen wir es nicht raus, vielleicht ist es doch eher das Terrain, das Sonny Siaki besser beherrscht. Ja. Sind Sie, das kommt davon, wenn man... Oh, hey, Rake, aber darf natürlich, no DQ-Match. Das kommt davon, Herr Peter, wenn man zu lange wieder in der Sauna war und dann natürlich ins Kalte geht, dann kommt man wieder zurück, geht man wieder in die Sauna. Das ganze Immunsystem stärker, Saunagänge sind nicht, auf Dauer nicht gesund. Das würde ich Ihnen wirklich abraten, vor allem vor dem Kommentieren das nicht gemacht. Gestern war auch Mr. Karlsplatz mit in der Sauna. Dann kann man schon erkennen, warum sie heute krank sind. Denn das ist mir jetzt natürlich ganz klar. Ja, und Kopfweh hat jetzt natürlich auch Sonny Siaki, da muss er hart in diese heurigen Bänke. Da Ricky Steamboat, Double Job, herrlich. Zum Glück war ich nicht in der Sauna mit. Dann sind wir wahrscheinlich auch krank sein und würden die Fans wahrscheinlich diese DVD wahrscheinlich dann ja, ohne Kommentar hören. Das wäre ja nicht der Sinn der Sache. Ja, der war's. Ja, das ist doch egal, das ist sowieso ein No-DQ-Match. Aber ja, dieser Fan, der steht so nahe hier, da muss er wirklich selber aufpassen, dieser fette Fan. In die heurigen Bank. Ja, etwas dunkel hier, aber das... Ja, da werden wir natürlich auch Maßnahmen treffen bei der nächsten Show. Das Equipment ist wieder etwas aufgerüstet worden. Ja, klar, das wird ab der nächsten Show der Fall sein. Denn das ist schon etwas, ja, dunkel. Shady, wie man so schön sagt. Oh, oh. Ja, das war eine klassische Ohrfeige. Da mockt er die Fans auch noch, also. Oh, hart gegen das Corner Post geht Sonny Siaki. Nico kann gar nichts machen, er kann draußen nur zuschauen. Ja, aber da auffällig eigentlich auch Sonny Siaki, der zweite TNA-Wrestler hier, dem wir sehr gut aufpassen, wenn der Gegner ja, am Apron steht oder gerade in den Ring kommt, da nützen sie das sofort aus, auch bevor ein Disco Inferno. Leapfrog drüber über Sonny Siaki, Clothesline geht daneben von Sonny Siaki. Hoho, sehen Sie mal, ja, doppeltes Springboard und... Das Springboard. Dark Soul, Clothesline, Alter. Sting. Und ein Backsuplex, herrlich. Er will jetzt Sonny Siaki ziemlich schnell fertig machen. Eins, zwei. Nein. Dark Soul hat sich nicht schnell gemacht in den letzten 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat er sein Debüt. Damals gegen Enrage bei der GSW. Da hat er. Ja, hat einfach noch. Da war einfach grün drin, man. Da ging viel schief und. Das war dann auch. Das ist ein erstes Match, wie viele es hatten. Ja, aber manche kommen über das halt nicht hinaus, aber Dark Soul hat sich natürlich enorm gesteigert. Das ist zum einen, sie besprechen jetzt die Leute an, die wir einmal gefeatured haben und dann sah man sie nie wieder. Ja, das ist bei den meisten auch gut so. Beispiel? Bad Boy. Das ist doch, bitte. Oder zum Beispiel, wie heißt der eine? Das ist ein Klassiker bei der VWC. Das kann sich gar nicht mehr erinnern, bitte. Da gab es einen Stingray, den brachte Chief Hardcore mit. Der sagt ja, mir jetzt wirklich nichts. Der war einmal drinnen, den sah man nie wieder im Wrestling-Business.
Aber ist ja. Player Lazio, ein weiteres Beispiel. Ja, obwohl, wenn man was zu lachen will. Oh, Moment, Moment, jetzt, da gibt es nichts zu lachen. Da, ja, das sieht eine jetzt Verletzung. Doch ernsthaft aus, also da wird der German Keeper gerufen. Aus, Herr Peter. Das hat er offensichtlich da aufs Knie. Na Moment, das ist doch, also das wird doch. Ja, das ist Pech für Sonnesiaki natürlich. Sonnesiaki will, kommt er einen weiten Weg aus Amerika und dann verletzt er sich, aber er kann das Bein nicht mal belasten. Ja, das heißt, ja, wird wohl dieses Match hier ja, aufgeben müssen, vorfaken, wie man so schön sagt auf Englisch. Das ist eine Aufgabe, eindeutig, ja. Dark Souls hat das hier. Ja, das hätte sich natürlich auch nicht viel. Träume lassen. Abrupt. Ja, komm, dann sagst du euch, der Gewinner, Dark Souls. Dark Souls. Ja gut, kommen wir zum Ende, wenn du dich sagen. Was war da jetzt los? Das ist samoanische Sicke hier. Sonnesiaki ist zurück. Ja, und von wegen kaputtes Knie. Verlängert den Co-Main-Event hier. Boah, was ist das? Ich denke dir schon wieder Nico an. Ja, aber es gibt natürlich keinen Countout, das heißt, er hat natürlich nicht verloren, das stimmt schon. Ja, aber das war doch eine offizielle Entscheidung von Conny, haben Sie gehört. Aber Conny kann doch überhaupt nichts entscheiden. Okay, ja. Das ist recht. Hat keine No Authority. No Authority in der SWF. Ja, das macht ja deine Zucht etwas, Sonnesiaki. Was sucht Sonnesiaki? Tritt in den Rücken von Sonnesiaki. Der jetzt quasi den extrem bösen raushängen lasst. Ja, habt ihr diesen Grinser gesehen? Da jubelt er, also, ja, winkt den Fans zu, hämisch grinsend. Die können da gar nichts damit anfangen, die meinen, ja, du bist wirklich das Letzte. So was verachten wir, solche Unsportlichkeiten. So ein Siaki scheint jetzt irgendwie aufgewacht zu sein. Ja, und hat Spaß dran, Dark Soul zu bearbeiten, sich zu malträtieren. Der ist out. Also dieser. Vorsicht! Moment! Was ist hier? Styles Clash oder sowas? Oh, Swing! Das habe ich auch noch nie gesehen. Herrlicher Move. Ja, das. Er ist aber nur eine Bitte von Nico, denn ja, bring ihn zurück in den Ring, aber er kann es ihm nicht befehlen, denn er hat sich selber, der Dark Soul, jetzt kurz nachgemacht. Er hat gesagt, ich habe gequittet. Der Dark Soul hat, glaube ich, überhaupt nichts mehr gesagt, er ist out. Eins, zwei, da kommt er raus, das war wieder zu arrogant, das Cover. Aber Dark Soul sehr, sehr lasch inzwischen. Oder kraftlos. Ja, den hat das wirklich überrumpelt. Das muss man einfach so sagen. Dieser Plan ist aufgegangen von Sonnesiaki, denn Dark Soul hat überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen gehabt seit dieser Aktion. Aber da sollte er sich nicht zu viel mit den Fans befassen. Er hat es noch nicht gewonnen, das Match. Ja, da. Auch wenn es gut aussieht für ihn. Ja, die Frage ist jetzt, ob Dark Soul weitermachen kann, ob der nicht vielleicht auch out ist und den muss man raustragen und dann. Ja, dann hat Sonnesiaki das Match gewonnen. Ich glaube nicht, dass Dark Soul dann derartig zurückkommt. Auch blufft, das glaube ich nicht. Dark Soul ist fertig, ist angeschlagen. Sonnesiaki hatte wirklich die Lichter ausgeschossen von hinten, wie er angerannt kam. Ich glaube, da ist er weg gewesen. Da kriegt man ja gar nicht mit, wenn man das von hinten so schnell attackiert, ja, wird. Ja, vielleicht sein Peitschenschlagsyndrom sogar. Sonnesiaki will es wissen. Ja, das war ein sehr, sehr genau angesagter Count. Nico meint 2. Das hat Sonnesiaki zu respektieren. Das heißt, das ist schon wichtig, dass dieser ja, noch junge, sehr junge Ref, Nico, das schon das an den Tag legt. Denn man sollte sich nicht einschüchtern lassen, auch nicht von großen Leuten.
Und da verliert man dann meistens das Selbstbewusstsein als Referee, wenn man da immer nachgibt und sagt, da ist es. Das wird auch nicht mehr ernst genommen mit der Zeit. Daxol kommt jetzt wirklich wieder zurück. Oh, wunderbar. Herrlicher Dean Malenko-Style Leg Lariat. Ja, hast du gehört? Ich habe genau gesehen, dass du mich schon die ganze Zeit anschaust. Und da meinte er, glaube ich, Dark Souls Freundin. Die sitzt nämlich in der ersten Reihe. Und das ist natürlich. Kriegt das, glaube ich, Dark Souls mit? Weil das wäre ja. Ja, dann wäre er wahrscheinlich nochmal motivierter. Aber was kommt denn jetzt? Your girlfriend, Punk. Ja. Oh. Das ist nicht die feine Art. Ah. Genugtuung. Der steigt Sonny Sacke quasi wirklich ins Gemächt. Ja, also das ist möglich. Und der leidet natürlich jetzt, immens. Qualen. Die man wirklich nur in der Hölle normal zu erfahren hat. Probiert jetzt hier mit dem Abdominal Stretch und da kommt schon die Hand zum Seil. Aber eigentlich ist es ja nur die Q, das darf er eigentlich. Ja, das darf er, aber. Aber es gehört irgendwie auch zum Regelwerk, dass das irgendwie so gang und gäbe ist. Ich glaube, einen Sessel darf er mal am Schädel hauen, aber irgendwie dann die Seile benutzen nicht. Irgendwie passt es nicht zusammen. Hier sehen Sie es. Oh ja, Nico schreitet da gleich ein und der Axel auch bombt er aus. Sonisaki, ja, clever gemacht wieder. Sonisaki ist ja wirklich ein Ringfuchs, ein alter. Er ist schon länger dabei, aber er hat bei der WCW angefangen, da hat man ihn aber eher so nur in Dark Matches gesehen. Ja, das WCW Power Plant. Durchlaufen, ja. Und dann ist er bei der NWA TNA groß rausgekommen. Ja, aber zuerst einer der fliegenden Elvise. Flying Elvises, ja. Mit Jimmy Yang und. Jerry. Oh, Superkick! Superkick! Rettung für Dark Souls. Kommt er zurück, er muss jetzt. Sonst ist er wirklich. Das kann man ihn getrost vergessen. Also Dark Souls ist sein Kopf ist angelaufen wie eine Tomate. Also der glaube ich leider noch immer noch von diesem Rush von hinten. Wow, jetzt Vorarm. Dark Souls, das ist das letzte Aufflackern jetzt. Leg Spin Kick. Und ein Backdrop. Ja, aber es reicht immer noch nicht. Oh ja, wieder Rake. Unfair natürlich, aber. Und ein herrlicher Superkick, da haben sie das Klatschen gehört. Eins, zwei muss es sein. Nein! Sanisaki schafft es wieder nicht. Daxol kommt raus. Und dessen Kopf leuchtet wirklich schon hellrot. Oh, wunderbar! Tornado DDT hier aus dem Whip hinaus. Da sind die Beine am Seil. Wow, jetzt Dark Soul oben auf mit Schlägen. Das habe ich dir heimzuzahlen.
Du hast meine Freundin vorher mit reingezogen und dieses Ganze. Das ist privat, das ist persönlich und dafür wirst du bezahlen. Jetzt geht er aufs Top Rope. Was kann er da zeigen? Einen Dropkick vielleicht oder High Cross Body? Nein, oh, da wird und nie gestoßen. Seile. Ja, und damit. Das ist doch Dark Soul natürlich runter. Aber es gibt No DQ, er kann machen, was er will. Natürlich kann er. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich auch dem Referee reichen, wenn er sich so aufführt, aber. Ja, aber er kann ihn nicht disqualifizieren, was will er denn machen? Er könnte einfach das Match abbrechen und sagen, so, mir reicht's, das lasse ich mich nicht bieten. Nehmt euch einen anderen für das Match. Ja, das könnte es jetzt schon sein, dieser Superplex. Nein, wieder nur bis zwei. Das wird langsam frustrierend für Sonny Siaki. Hey, ich hab's angesprochen, was soll das? Und wieder! Oh, und Nico wehrt sich! Nein, Dark Souls Sunset Flip! 1, 2! Und Nico das war's. Durch 3! Sieg für Dark Soul! Aber jetzt sollte er sich besser aus dem Staub machen, Nico, denn... Ich glaube, sie ist ein Woo. Da freut sich Sonny... Sonny, sag ich. Conny. Conny und Sonny, ja, die müssen zusammenpassen. Denn das war ein großer Fehler von Sonny Siaki. Ja, Nico, keine Angst vor großen Namen. Sieg für Dark Souls. Schauen Sie sich bitte den Kopf, wie rot sein Blutzer ist. Tja, und der kann es nicht fassen. Der denkt sich, hey. Ja, sitzt da konsterniert in der Ecke. Das heißt, zweite Powerhouse-Titelverteidigung für Dark Soul. Ja, zweite. Aber machen wir jetzt noch weiter, oder? Sonny Siaki, Dark Double C, das sind schon gute Gegner. Oh, Ferik ist jetzt von Dark Soul, aber... Henshi-Gang von Dark Soul, muss aufpassen, Sonny Siaki. Ich glaube, der ist nicht, mit dem ist nicht unbedingt gut Kirschen essen. Ja, vielleicht ist er jetzt geläutert worden durch diese Niederlage. Ja, schlimmer kann es nicht mehr jetzt gehen. Der Referee attackiert, der hat vorher seine Tricks sind nicht aufgegangen. All das sollte jetzt, wie gesagt, entweder sich aus dem Staub machen oder wirklich das Ganze wieder vergessen machen. Ah ja, schaut gut aus, ja. Ja, akzeptiert das offensichtlich. Ja, Sonny Siaki will ja eventuell bei der Battle Series 2 wieder dabei sein. Also ich gehört habe, es sind da noch Gespräche im Gange, aber das schaut gut aus. Das werden wir Sonny Siaki nochmal sehen bei der SWF. So, und jetzt ist der Manager da. Ja, da hat es noch einen Glückwunsch oder eine ja, Aufmunterung von Sigi gegeben, der hier auch fürs Radio mitkommentiert. Sigi? Welches? Fürs Wieler Radio. Ja, Radio Wiel. Ja. Ja, und da ist der Disco Fever. Ja, Sigi, ja, sag ich, weg mit dir. Hier will ich nichts zu tun haben. Ja, weil dich habe ich schon besiegt, mein lieber Freund. Und jetzt kannst du, ja, mit Lakers-Shirt. Ja, locker lässig. Representen Champions, denn Lakers sind ja, glaube ich, NBA-Champions, oder? Nein, dieses Jahr nicht. Aber voriges Jahr? Weiß ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber das habe ich nicht so verfolgt. Aber die sind zumindest immer in den Playoffs dabei. Das auf jeden Fall. Was ist da jetzt los? Disco Strut. Der Disco Strut schon. Nochmal nach unten. Und dann in den Ring. Nein, nochmal. Ja, Auszeit. Da gehe ich noch ein bisschen, da spaziere ich noch ein bisschen weiter. Und präsentiere mich dem Publikum.
Ja, das noch eine Runde, ja. Scheinen sich hier langsam, glaube ich, zum Publikumsliebling zu machen, das Inferno. Ja, ich weiß nicht, ob das den Leuten wirklich gefällt. Ja, das kann nur Disc Inferno machen. Dieses Strat, das im Marshall Team macht, geht da 15 Mal am Apron herum. Ja, dieser Disc Inferno, der kann übrigens auch sehr gut singen. Disco? Ja. Den habe ich noch nicht singen gehört. Disco Inferno? Also der Honky Tonk Man kann singen. Das weiß ich, das haben wir gesehen oder gehört. Oh, jetzt passt er den Gürtel schon an. Ja, möchte sehen, ob er ihm überhaupt passt. Er fragt ihn, bist du überhaupt sicher, dass du gegen mich wresteln willst? Das heißt, er nimmt Marshall T nicht ganz ernst. Wir haben es vorher gehört. Ein großes Foto soll er machen und dann draufschreiben Loser von Marshall T. Who you fooling? I'm not a loser. Oh no, you think I look like a loser? Stimmt allerdings. Ja, ein Loser ist es hier nicht, denn er hat bereits einmal besiegt, Sigmaster Rapper, den Champion, den Ex-Champion der VWF. VWF, sag ich. Ja, also wirklich. SWF. Ja, das sind diese ganzen Ligennamen. Es wird fast schon zu viel. Immer wieder durcheinander. Ja, anders jetzt überlegen Sie mal, vielleicht ist der Sel Gardners Plan, vielleicht schlägt er jetzt ja total fehl, denn wenn Marshall hier gewinnt, dann ist der Titel nicht bei ihm und wenn es ein normales Match gewesen wäre, Siki der Champion gegen Disco Inferno, dann hätte er den Titel ja schon. Jetzt wird der German Kid auch nochmal gefilzt. Ja, deswegen ist doch Sel Gardner am Ring mit, denn er wird dafür sorgen, dass es ihm nicht so sein wird. Disco zeigt hier Fitness. Okay, da kündigt er ja den Fan an mit der Kamera. Wenn ich ihn im Headlock habe, dann bitte ein Foto machen. Picture machen, ausdrucken, vergrößern und Loser draufschreiben. Ob das so schnell geht, aber mit diesen, ich glaube Sony hat so Drucker, die gibt es jetzt glaube ich so. So kleine Pocket-Drucker, das ist schweineteuer. Versucht der Zuflucht in den Seilen, aber kommt nicht ganz hin. Doch. Da chantet sich Marshall D selbst an. Ja, es ist leider das Publikum. Aha, sehen wir mal. Dann zeige ich das ab beim Fireman's Carry. Marshall, Sie bestreiten das, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber der ist Marshall, die Polizei macht sowas nicht. Gute Two-Shoe, der macht sowas nicht. Das macht man doch in der Polizei nicht. Bei der Polizei nicht. Das ist doch eine faire Behörde, sag ich mal. Oder ist ein Bad Lieutenant? Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, bei Marshall Team. Ja, glaube ich auch nicht. Officer Mike vielleicht, er ist etwas undurchsichtiger, aber oder. Disco Inferno, Hippie Hippie Shake. Strattet sich weg und landet im Hip-Toss. Hippie Hippie Toss. Ja. Also bitte, das ist der untersten Karlauer Schublade. Da beschwert er sich wieder, da beim Hip-Toss die Hose gezogen. Aber diese Hose sitzt so eng bei Disco Inferno, da weiß ich nicht, ob man da überhaupt vernünftig dann ziehen kann. Ja, passt lieber auf, German Kid. Mein Disco Inferno, dieser Mann ist dann der schummelt. Ja, die Anfangsphase hier gehört Marshall T, das muss man sagen.
Ja, aber bisschen, er kommt besser in das Match rein als damals gegen Pollack, weil der war doch. Pollack hat mich ehrlich sehr überrascht, aber hat zum Schluss einfach das Match nicht ernst genommen. Das wow, und der Disco sofort in den Armbar. Kennt man auch nicht unbedingt von ihm. Ja, das ist natürlich in einer prekären Situation, ist der Marshall T, aber Moment, der kommt raus. Ein Schweizer Polizeischulenstil. Ja, Polizeigriff ist das. Ja. Man muss er fair lösen. Ja, das macht er natürlich auch. Der Marshall T ist vielleicht sogar zu fair. Disco, der erholt sich jetzt noch Anschläge von Sel Gardner. Da hören wir es. Da legt sich Disco wieder auf. Ja. Er bescheißt die ganze Zeit. Ob das wahr ist? Nein, wir haben es ja gesehen. Natürlich ist das nicht wahr. Muss lösen, bei einem Seil. Na, da löst die Skinferner natürlich nicht fair. Ein Marshall da. Ist ziemlich einsteigend jetzt. Reversal. Und er kriegt den hoch für den Sidewalk Slam. Ja, herrlich. Eins, zwei, nein. Ja, aber ist Marshall die fast langsam auf den Beinen als die Skinferner. Fragt Disco, was soll ich mit diesem Lackaffen tun? Das ist für mich ja schwierig, mit ihm zu arbeiten. Oh, das ist natürlich ein Gesichtskratzer erster Klasse. Oh, da geht's gleich weiter. No more Mr. Nice Guy, Disco Inferno. Wer würde das nicht selbst gern mit einem Kopf machen? Ah, Herr Peter. Also ich hege keine negativen Gefühle gegen die Polizei. Nein. Ja, warten Sie ab, wenn Sie aufgehalten werden von der Polizei und sie zahlen da 20, 30 Euro wegen lächerlicher Geschwindigkeitsüberschreitung. Da würde ich auch dann so agieren wie Disco. Es geht jetzt nicht spezifisch gegen Marshall T, aber ab und zu verdienen sich Cops auch mal so einen kleinen Shake, Rattle and Roll Neckbreaker. Ja, da lassen wir es doch beim Leitsatz der SWF Krieg gehört in den Ring und sonst irgendwo hin. Ja. Da können sie ja das ja ausleben hier. Loslangen von Disco. Was kommt jetzt? Vielleicht wieder der ein Shaky 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 Dance. Den sehen wir gerne, jawohl. Und ein Abschlager mit Sel Gardner. Ja, also Disco immer wieder bei vielen löst er. Ja, bearbeitet er sehr geschickt hier den Rücken von Marshall T, der langsam aber sicher ziemlich angeschlagen wirkt. Ja, und das haben wir vorher bei Marshall T gesehen, der löst natürlich gleich bei 1, fair wie er ist. Ja, Polizeischule noch einmal. Da darf man ja auch normal nicht mehr bei Gelb drüber fahren bei der Ampel. So auf die Art kommt mir das vor. Selber schuld, wie gesagt, wenn man die das Gesetz hier übermäßig vertritt, fair vertritt. Ja, ist die Frage, ob Marshall T jetzt da rauskommt, der ist in einem, ja, kleinen Sleeper-Hold, ja, zappelt zwar noch, aber jetzt schafft es wieder auf die Beine. Noch einer Twisting Sidewalk Slam. Eins,
Zwei? Nein, nur bis zwei. War gewaltig. Da ist die German Kid im Bedrängnis von Disco. Was ist los? Ah, wieder daneben. Zu lange gewartet. Wie es die Polizei oft. Ja. Bei Banküberfällen. Ja, passiert, wo die Polizei einfach zu spät kommt. Und der Bankräuber ist überall. Oh, das war ein Bergen. Faustschlag, haben Sie das gesehen? Da. Zeig das auch nochmal an. Ja, Disco sollte sich jetzt einfach nicht so aufregen, diese Fans können ihm egal sein. Da bearbeitet er noch mit der Faust. Ja, herrlich. Wieder weg mit der Polizei. Ja, sehr schmutzige Matchführung eigentlich von Disco Inferno bis jetzt. Ja, er hat ein bisschen jetzt, sag ich mal, seinen Stil so geändert. Das ist klar, hier geht es jetzt bereits um den Titel. Da ist der Cobra Clutch und könnte schon eng werden für Marshall T. Natürlich Disco mit diesen mächtigen Oberarmen. Der da ordentlich zudrückt, dann bleibt schon mal die Luft weg. Ja, wie gefällt euch das jetzt, liebe Fans? Also mir gefällt es gut, also ich kann damit leben, dass Disco Inferno der neue SWF-Champion wird. Kein Problem damit. Ja, obwohl, wenn ich an das Gesicht denke, das er gemacht hat, als sie interviewen wollten, glaube ich nicht, dass sie mit ihm feiern werden nachher. Feiern nicht unbedingt, aber er würde jetzt das darstellen. Und wir könnten sicherlich... Drop, nein, Sunset Flip von Marshall T. Und bleibt er stehen? Nein! Und wieder ein shaky shaky dancy! Ja, nein. Das war einer zu viel! Ah, jawohl, da geht er wieder. Ja, die Banshee, ey. Clothesline, running clothesline! Fährt er sich ab, yeah! Wie John Travolta. End Space, Staying Alive. Saturday Night Fever. Ja, das Ding live war doch auch ein Film mit John Travolta. Ja, natürlich. Wieder nicht. Der Marshall T, der ist natürlich gestählt durch das Bootcamp von der Polizei. Er kann einiges einstecken. Warum gibt es nicht mehr Leute von dieser Polizei da bei der bei ja, es gibt ja noch Officer Mike, aber den haben wir noch nicht gesehen. Er ist mehr Backstage ist der, zu Werke. Ist der auch von Marshall T's Staffel? Ja, ich glaube, er kommt aus der gleichen Gegend. Ja. Ist jetzt aber mehr organisatorisch tätig. Das ist praktisch der Gendarm, oder? Und Marshall T ist eigentlich der City Cop. Er steigt ihm auf den Fuß. Jetzt kommt der Marshall T fängt jetzt den Fuß und... Nein! Stunner! Eigentlich ein Finisher von Disco Inferno. Ah, und da Sel ist geschickt Gardner. Sel Gardner. Dieser Sel Gardner ist zunehmend ein äußerst cleverer ja, CEO, der den Titel ja selbst, wie es vorgesehen, selbst mitgenommen hat. Also wie wenn er ihm gehört. Ja, noch ist es nicht so weit und jetzt sitzt dieser Elbow, bevor er daneben gegangen ist. Nein, auch mal. Ja, jetzt ist er wieder daneben, mein Gott. Warum immer so dasselbe Mann? Sub-Russian Leg Sweep. Hey, Moment! Kann es das sein? Sehen wir den jetzt? Wenn jetzt der Autofokus wieder klappt? Wir sind etwas verschwommen, aber why? MCA, ja. Eins in der. Nein, aber Marshall T da. Das ist ja. Verschwindet einfach. Und der dritte aber. Ja, ich sag, da hat er wahrscheinlich den Funkspruch bekommen. Rückzug, Rückzug. Aber zu langsam. Kein Sprit mehr.
Moment, Ansatz! Und da ist dieser Bulldog in X-Factor. Obwohl, da ist er sehr kritisch mit dem Knie aufgekommen, hoffentlich ist da nichts passiert. Oh, was zeigt ihr jetzt? Ehrlich, in diesen Enkelhold. Gibt die Skullfern jetzt auf? Das wäre doch schade. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also natürlich eine klasse Aktion vom Marshall T. Da wäre... Da hat Selgardner sicherlich noch was mit zu reden. Wo ist Selgardner überhaupt? Ja, Disco jetzt schon fast in den Seilen. Da ist er selbst am Seil, der Skullferner. Marshall T lässt natürlich wieder sofort los. Und statt hier noch bis 4 das auszunutzen. Are you right? No, hat er gesagt, Herr Peter. Der hat doch Disco nur das abbekommen. Oder blöfft er wieder? Ja, drauf wird er natürlich nicht sein, aber... Ach, der Marshall ist auch angeschlagen. Oh, das war ganz hart. Yeah, hat ein bisschen wehgetan, sind sie im Kopf. Aber dieser kann er sich, ja, wenn er die Zunge ja, zwischen den Zähnen hat, dann kann das böse enden. Ja, dann ist das sicherlich jetzt. Flapjack! Ich sagen, ein armer Kopf. Der. Vielleicht dann. Ich sag mal, lingualen Unterricht nehmen muss. Wenn es überhaupt noch was bringt. Das sind dann die Cops, die zur Amts gehindert werden. DDT! Ja, so weit ist es bei Marshall Key noch nicht. Was? Warum denn Sessel jetzt? Das ist doch eigentlich kein DQ-Match, oder? Also ein No-DQ-Match ist das nicht. Das hat der Sessel nichts verloren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der German geduldet oder... Ja, es wäre schade, wenn wir hier einen DQ-Finish hätten. Ja, ich glaube, in seinem Match lassen wir das. Ein aber. Reversal, Achtung! Disco voll mit dem Kopf gegen Sessel. Ja, aber der Marshall muss covern, schnell. Was ist jetzt los? Da tönt eine Musik. Ja, aber das ist die Musik von Disco Inferno, was ist denn jetzt los? Hey! Hallo, wer ist denn das? Das ist die Disco-Chick. Das ist eine Disco-Chick. Ja, was hat denn die hier zu suchen? Die will wahrscheinlich... Ja, so offensichtlich, dass die einen Marshall Tier in den Kopf verdrehen will. Dieser Rock ist ja kaum weiter als ein Gürtel. Oh, Chef, was ist das? Ja, wenn das mal Jutta nicht sieht, ist dann nicht das da. Gibt's Zoff. Die wird das nicht sehen, die ist nicht da. Sie wird sich kaum die DVD bestellen. Nein, wohl eher nicht. Ja. Hey! Marshall T ist ja. Marshall T ist ein bisschen aus der Reserve. So was sieht er nur, wenn er in Zürich normalerweise das Rotlichtviertel filzt. Ja, das kennt er aber schon, oder? Ja, aber die sind wahrscheinlich nicht. Da haben sie ihn abgezogen, weil er schon öfters Probleme hat. Nein, der Pollock, was macht denn der hier? Der deckt hier mit dem Rock den Busen ab, aber er sieht noch andere Teile. Ah, Moment, das war der Sessel. Chairshot für Marshall T. Disco! Und das ist ein neuer Champion. Auf die wirklich. Ich weiß nicht, was das für ein Meisterplan ist. Von Selgardner sicherlich entwickelt. Ja, das war wahrscheinlich der. Thank you, hat er gesagt zu Disco Chick. Das ist das letzte Ass im Ärmel wahrscheinlich. Wenn alles nichts mehr hilft, dann eben die Disco Chick. Vielleicht ist es sogar eine polnische Disco Chick. Ja, das würde Adam Pollocks Präsenz hier erklären. Aber jetzt wollen sie ihn noch weiter fertig machen, ihr Marshall, das muss doch ja, nicht sein. Ja, das ist natürlich demoralisierend. Oh, Dark Soul! Dark Soul! Oh, super Kick! Was soll das jetzt? Dark Soul hat nichts verloren! Der kann doch jetzt nicht die Feier von Disco Inferno stören. Der Disco Chick und Adam Pollock und Selgardner. Ja, Dark Soul. Ja, Adam Pollock, ganz vorsichtig. Hey! What are you doing out here, you
punk? You want, huh? You're jealous because I'm the champion now, you bum. Jealous of what? Jealous of this. Suck it. Tja, da gibt es offensichtlich Zoff zwischen dem SWF Powerhouse Champion und dem neuen SWF Heavyweight Champion. Ja, da schickt der Disco-Chick in der Regel und sagt, ja, vermöbelt ihn. Tja, das wird. Da, ich meine, das wird er nicht machen, Dark Souls, der wird keine Frau schlagen. Ja, vielleicht will er sie abschleppen. Und Adam Pollock macht das, was er gerne tut, er nimmt Dinge einfach ohne zu fragen mit. Jetzt sagt er zu Sal Gardner, soll er eigentlich das auch nicht machen. Das ist das Gesicht von Sal Gardner. Nee. Das ist zu gefährlich, ne? Sal Gardner ist kein Wrestler. Das ist doch nicht der Job von Sal Gardner, hier Leute K.O. zu schlagen. Der bezahlt Leute dafür, dass sie... Hey, da hat einen Fan gefunden, der ein Disco-Fan. Das ist doch schön. Ja, Marshall Hill kündigt ja an, sich den Titel zu holen bei der nächsten Show. Dummscheiß. Versteht das Marshall T? Dummscheiß du, ja. Also, sind ja ausfällig auch noch. Ja, wissen Sie, wer das ist? Das ist dieser polnische Opa. Aber das ist der den Pollock zum Beispiel ziemlich wurscht. Ja, das Hanna. Er kann sich jetzt gut vorkommen, denn er ist der Champ. Und. Er muss ein bisschen Handraisen von dem Kleinen. Hey, das ist ja wirklich ein neuer Disco-Fan. Ja, aber der ist einfach nur eingeschüchtert. Naja. Sehr schön. Hey, schauen Sie das an. Neuer SWF Champion. Deserves hier Respekt von den Fans. Ja, da gibt es natürlich Fans, die halt sofort ins Lager des Champions wechseln, sobald jemand den Gürtel hat. Ja, also anscheinend haben sie Siegmaster Rappo die Nase voll gehabt von seinem Title Reign. Ganz offensichtlich. Ich zeige gerade eine Stipulation aus, die gefällt aber Disco nicht. Lumberjack-Match beim nächsten Mal. Marshall Teague Disco. Okay, und, ja, Disco hat gerade gefragt, kann ich mir die Lumberjacks aussuchen? Ja, da haben wir den nächsten Lumberjack. Also. Einen Lumberjack haben wir schon. Ja, weißt du, wir haben diese kleine. Ja, funny. Also ja, der Pollock wird sicherlich auch ein Lumberjack sein. Mr. Karlsplatz auch? Disco ist zwar sicher am Ring, aber ich glaube nicht, dass der eingreift. Disco Chick vielleicht? Da kündigt es an. Wir ziehen, wer das Gesetz in der SWF ist. Und ja, was ziehen Sie für ein Fazit? Fazit? Show? Ich muss sagen, es war natürlich eine Show mit Ups und Downs. Also man hat hier auch nicht besonders berauschende Matches gesehen, aber ich sag mal, alle haben sich bemüht und wir haben zwei gute Leute dabei gehabt aus Amerika. Es war spannend, wir haben einen neuen CEO, wir haben... Ja, das... You watch your, my ears are not garbage, kid.
stands, pal. Da sagt es, meine Ohren ist, meine gesagt, Ohren ist keine Mülltonne. Wir haben natürlich für die nächste Show schon einiges. Wie gesagt, Battle Series 2 steht an. Lumberjack Match, Dark Soul gegen. Ach, Dark Soul sage ich, Dark Soul. Ist hier im Ring, Marshall Teague. Marshall, das ist Dark Soul, verwirr mich hier. Marshall Teague in Disco Inferno. Ja, Sonny Siaki wird dabei sein, in welcher Form auch immer. Ja, ich glaube auch Dark Soul jetzt in dem Fall. Ja, natürlich. Extreme gegen Air to Style werden wir haben. Ja, und The Return of the Swiss Money Holding. Die. Natürlich auch zurückkehren. Ja, mit ja, einem lachenden und einem weinenden Auge sehen wir den entgegen. Ja, und dann haben wir das letzte Match von Double C, Double C in Europa steht an. Dann haben wir noch einen Mann dabei. Ja, da wird's legendär und wir meinen nicht Thomas Blade. Und natürlich die Rookies wieder in Action. Zweites Match: Angry Steve Allison gegen Jamie Gardner. Das alles und. Ja, viel mehr bei Battle Series Nummer 2. Dann wieder einen Schluck tiefer hier in Winterthur. Ja, und natürlich im Oktober On Fire 4. Das wird eine Mega-Show, Herr Peter. Jeff Jarrett. Buchstabieren Sie es nochmal. J-E-F-F-J-A-R-R-E-T-T. Double J. Jeff Jarrett. Jeff Jarrett. Und dann dieser, wie sagt man denn, dieser Blinker. Dieser goldene. Oha, hören Sie mal. Mein Gott. Das haben wir doch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber jetzt macht er sich doch selber lächerlich. Der shaked Conny auch gleich mit. Shake, ja, shaky, shaky. Tänzchen haben wir heute schon viel gesehen. Wohl mir persönlich da eigentlich der Disco-Tanz nein, ich glaub, besser gefällt. Ja, da verabschieden wir uns, glaube ich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke.